Das sind sie, definitiv. Die letzte Termin von meinem sechsten Soloprogramm namens Zero. Wir haben nochmal zwei dazugekriegt. Ich habe es lange angekündigt. Wir haben sie jetzt effektiv gefixt. 27. Januar in Zermatt im Cervo. Sensationell. Und am 4.4.25 natürlich im Kulturraum Ermitage in Beckeried. Somit sind jetzt alle Termine, die ihr seht, falls ihr es auf YouTube schaut, oder die ihr seht, falls ihr es jetzt loset und auf den Link klickt, was ihr solltet machen, das sind wirklich die letzten Termine von diesem Soloprogramm. Tolle Support-Acts dabei, Leila Ladari, Benjamin Delahaye, Matteo Gudenrath und je nachdem vielleicht dann noch die eine oder andere Überraschung. Ein paar Highlights sind natürlich sicher Arosa Humor Festival, dass ich nochmals in Basel bin, die grosse Derniere in Liestl und so weiter und so fort. Also schaut die Daten an, wenn ihr vorbeikommt, dann könnt ihr ein richtig geiles Programm sehen und mich in der absurdesten Jacke aller Zeiten. Also kommt! Läuft? Jetzt, ja, schön, wie viel Motivation, dass du das gesagt hast. Läuft! Das ist wie so im McDrive, wo du die Bestellung kannst aufgeben. Ja, führen fahren. Der nächste bitte. Ja, genau. Gar kein Bock. hast du Bock? Ich hab super Bock. Natürlich. Ja, aber du immer. Das stimmt. Ja. Ich habe mich gefreut, dass ich nochmal eingeladen werde. Und dann denke ich, fuck, was soll ich das mal promoten? Ich habe gar nicht allzu viel. Dann lade ich am liebsten ein. Wirklich? Ja. Weil promoten ist das Langweiligste, was es gibt. Mm, das stimmt. Also wenn die Leute so Sachen sagen wie, ich bin wieder auf Tour und es läuft mega gut und ich mache einen Podcast für ZHW und ich habe gerade einen Swiss Influence Award gewonnen. Das ist ja dann mühsam. Warte jetzt, nein, Swiss Smile, nein, Smile Influence Award. Ja, wie heißt der? Zicky Award. haben die gekriegt für Studio 404? Studio 404, yes. Genau. Das Comedy-Format, das junge Wilde bei SRF. Und ja, ist ja so. Es wird so ausgeschrieben. Es läuft unter Jugend und Sport oder so. Jung und wild. Ja, jung, wild und sexy sind wir. Aber mit dem das ist ja eigentlich schon absolut denunzieren. Wieso? Oder? Wieso würde man denn überhaupt sagen, jung und wild? Ja, weil das sind, du musst dich halt mal ins Mindset von der Gen Z hineinversetzen. Eben, das sind Triggerwörter, die wollen hören. Seid jemals jemand von der Gen Z jung und wild? Ja, aber sowas von. Und Sass und Aura, genau das. Aura habe ich auch schon mega häufig Aura gehört. Das ist doch das Jugendwort des Jahres. Sogar. Ja, hast du es nicht mitbekommen? Nein. Und es sind immer so Wörter, wo ich das Gefühl habe, fuck, ich habe das noch nie gehört. Ich kenne nur, also Sass, ja, dann Bra. Bra wird die ganze Zeit gesagt, Bra. Also für Bro oder für Büstenhalter? Nein, für Bro, aber so Bra. Okay. Ja. Bra. Ja. Und was ist noch einer gesehen? Brad. Ist natürlich auch. Das ist aber wirklich so ein reines Ami-Ding. Ja, das hat nicht das ist bei uns nicht angehängt. Nur Kamala ist Brad ja. Und Brad Summer und dann ist mir so Waage ganze. Ist, glaube ich, noch eins. Oder Schere oder so. Also ganz keine blöd. Ahnung. Ja. Aber es ist immer geil, wenn die von der Tagesschau das muss. Ja, natürlich. Aber Susanne Döpfner oder aber wie sie machen es ja auch extra. Ja, natürlich. Achtung, zeig schnell. Aura, Jugendwort des Jahres. Ganz knapp. Was haben das wir noch? Das war letztes Jahr noch gewesen. Goofy. Schere, siehst du, das ist es. Aura gewinnt von Talahon oder Talahun, man weiß es nicht. Ja, ja, und ja, ja. Schere. Schere? Was ist denn Schere? Das steht sicher auch noch, für was Schere ist. Ich glaube, es ist irgendwie, wenn man Schere und drücke ein Schuldeingeständnis oder ein Bekenntnis aus. Aha, Schere heben. Okay. Weird. Also wenn du jetzt würdest sagen, der letzte Podcast ist voll in die Hose, müsstest du sagen, Schere über mein Haupt. Schere. Okay. Schere. Ja. Schere. Stimmt, und was haben sie vorher gerade gezeigt? Smash. Smash ist 22 gesehen. Letztes Jahr Goofy, das habe ich aber nie mitgekriegt. Das ist, aber das ist, habe ich das Gefühl, das sind also deutsche Sachen, die benutzt da gar nicht. Nein, natürlich. Ja. Und dann habe ich habe mal eins gehabt, so ein ganz kleines, lange Scheit. Jugendsprache, weißt du, im 2013 oder irgend sowas, oder? Und ich weiß nicht, wie viele Menschen das wirklich effektiv gesagt haben, aber ich finde halt auch, ich sage jetzt mal, die Kreativität dahinter zum Teil schon sehr lustig. Das ist geil. Also zum Beispiel, eines gesehen, Alkschwangerschaft. Das ist auf dem Bierbuch.
Weißt du, so Zeugs? Ja, das ist geil. Und das finde ich halt irgendwie, ja, gibt mir da schon noch etwas. Du könntest dich tagelang vergnügen auf der Webseite mundmische.de. Kennst du die? Mm-mm. Das sind so, da kannst du Synonym suchen, aber in Slang. Also zum Beispiel, gibst das Wort... Also wie Urban Dictionary. Ja, gibst das Wort Kacken ein und da kommen halt wirklich irgendwie 30 so Synonyme, die noch primitiver und teilweise aber sehr, sehr lustig sind. Ja, das... Was? Fuck. Ich muss mal mein Boomer-Wissen auffrischen. Das läuft langsam alles ab. Ja, aber um nochmal auf den Smile Influence Award zurückzukommen. Yeah. Also ich finde, man muss auch mal hervorheben, wenn etwas gut gemacht war. Und also es war eine sensationelle Veranstaltung. Es hat alles wie am Schnürli funktioniert. Mhm. Man hat null müssen anstehen. Weil es gibt ja viele so Events, wo bei den VIPs und bei den Glatten mehr anstehen, wie dort, wo Leute stehen mit Tickets. Das war dort Gott sei Dank nicht der Fall gewesen. Man hat auch immer gewusst, wo man muss durchlaufen muss. Es haben ja wahrscheinlich nie auch... Nie müssen anstehen für irgendwas. Es haben ja auch 95% Tickets gekauft. Absolut. Es sind ganz, ganz wenig Menschen eingeladen gewesen. Genau. Und was auch super war, ist eine Bar. Also es ist nicht so, dass man einfach dort gestanden wäre und dann hätte es geheißen, ja, die Bar ist zwar offen, aber wir dürfen noch nicht servieren, wir brauchen noch das Go auf dem Ohr. Nein, sondern es ist von Anfang an serviert worden. Natürlich. Happily hat es mehr als genug gegeben. Und die Leute sind auch alle gesessen, wirklich? Als die Show losgegangen ist. Das ist ja Wahnsinn. Das ist das allererste Mal, dass und, ein Event genug Happily gibt. Und die Regie, also wirklich top durchorganisiert, die Absprache zwischen Moderation und Regie. Die Moderation hat jederzeit gewusst, was der nächste Programmpunkt ist und was sie muss sagen. Und hat nicht einfach plötzlich Einspieler von der Latz geknallt bekommen, wo sie gar nicht gewusst hat, was das ist. Nein, aber das ist halt, wenn Profis zusammenarbeiten, das ist ja das Schöne, weil du bist einer der Menschen, der das dann halt auch wirklich noch raushebt. Weißt du, Leute merken ja gar nicht, wenn etwas professionell und gut gemacht ist. Genau, man hat es gehört, so ist es einfach. Dann geht mir einfach davon aus, dass das einfach so ist. Aber ich finde toll, dass du extra raushebst, wenn mal Profis zusammenarbeiten. Frag mal den Pasquale, der das ja dafür moderieren müssen und der hat das auch wirklich sensationell gemacht. Eben. Also, und wenn wirklich in der Vorbesprechung alles schon klar ist und einfach alles schön durchtaktet, wie halt so eine... es ist dann fast schon langweilig, weil es funktioniert ja so gut, oder? Und was natürlich auch ist, wenn man 18 Awards vergibt, was wenn die Leute nicht... Richtig, Entertainment dazwischen. Und darum hat man gezielt auf das verzichtet und hat stattdessen, damit es aber gleich noch leichte Unterbrechungen gibt, hat man einen Haufen Werbespots gehabt, wo man einfach abfahren konnte von einer Versicherung. Ich habe es vergessen, welche. Und teilweise hat man noch Movie-Trailer reingeschnitten von Filmen, die gerade im Kino laufen. Geil. Oder es hat auch noch ein Interview gegeben von einem ganz spannenden Projekt, wo jemand versucht, 100'000 Likes jetzt zu generieren. Jetzt ist mir sogar geblieben. Das heisst The First Swiss Rockstar auf Instagram. Und es gibt einen Doku-Film dann über das. Boah, jetzt wirklich die beiden Koffein, warm und kalt. Jetzt kommt es langsam zum Aufstoßen. Sehr gut. Jedenfalls, das kann man auch noch nachverfolgen, ob die Person jetzt es schafft, 100'000 Likes zu generieren und ihren Traum kann leben vom Rockstar sein in den USA. Steve Merson kommt drin vor. Aber wieso Swiss Rockstar und dann aber in den USA? Ja, weil man muss halt dort produzieren, damit es ein bisschen Credibility generiert. Ah, ist gut. Okay. Das ist ja auch alles in L.A. in den Studios. Das ist nicht am Greifensee oder so. Aber eben, die sind ja schon Rockstars gesehen. Ja, nein. Also, aber das ist halt, die Person hat dann gesagt, das ist mein Ziel, ich will auf L.A. das Studioalbum aufnehmen und dann werde ich da. Rockstar. Ah, das ist ja auch damals mega gut angekommen, wo zum Beispiel Anna Rossinelli und Band ein Crowdfunding gemacht hat für ihren USA-Trip, wo sie 50'000 Franken... Ja, aber also Nashville kostet halt. Ja, natürlich. Dann hat sie es zusammenbekommen. Und New Orleans kostet auch. Ja. Und wahrscheinlich geht man zu 15. Und Businessflüge sind gerade... Nein, es ist alles verständlich gesehen. Es ist wirklich gesehen, jeder Schritt von dieser Reise hat absolut Sinn gemacht. Und? Ist es stark gekommen? Ja, ja. Oh. Du, mit grosser Unterstützung von 20 Minuten. Oh, toll. Aber noch Journey mitgeschickt. Ich glaube nicht mitgeschickt, sondern auf dem Vorfeld schön darüber berichtet. Ja. Nein, aber was ich jetzt noch bei dem Award toll finde, was hast du gesagt, 18 Kategorien? Ja. Ich finde, das ist die perfekte Anzahl für so etwas wie Influence Awards. Ich finde, mir ist fast noch mega. Was man auch gut gemacht hat, ist, dass der Award eigentlich immer gleich aussieht und dass man jedem Laudator oder ich weiß nicht, wie nennt man die Person, wir sind nicht Laudatoren, sie haben nicht mal was gesagt, sie müssen den Klotz nehmen und an der anderen Person in die Hand drücken und sagen, gratulieren. Dass man jedem noch hat müssen sagen, bitte nimm den richtigen Award, weil sie sind alle auf einem Tisch gestanden und hat man leicht mal daneben greifen können. Natürlich. Ja. Es ist ja nicht so, als ob jemand könnte ihn reinbringen.
wenn die jeweilige Award bekommt. Das wäre wieder ein Geläuf. Du musst das ja richtig, wenn du es richtig planst, dann macht es absolut Sinn, dass alle Awards schon auf einer Reihe dort sind. Oh, ich habe und auch nicht abdeckt, nehme ich an. Der Name steht nie drauf, es steht nur Kategorie. Ah. Also wir können sie auch noch quasi austauschen. Also, das ist ja gut, weil dann kannst du sie natürlich auch, dann kannst du sie auch weitergeben. Ja, richtig, in der Tat. Es sind ja schon ein paar verschwunden. Absolut, sehr gut. Und auch die Geschichten, die sich nachher daraus generiert haben, zum Beispiel am Zeck ist das Auto abgeschleppt worden. Und er ist dann aus Frust in seinen Kebab-Shop gegessen, den er hat jetzt in Oerlikon. Ja, ja. Und es hat einen Berichterstatt gegeben. Zeckis World. In 20 Minuten. Und da würde ich sagen, das wäre ja ein Hohn, wenn man denkt, dass das eine inszenierte PR-Story ist. Sondern das ist tatsächlich so passiert. Das passiert immer. Also ich glaube, ist der auch schon abgeschleppt worden? Oder? Du bist auch das erste Mal ein Kebab gegessen. Jede Awardshow wird in der Auto abgeschleppt. Ja. Und dann geht man ein Kebab essen. In der eigenen Bude. Das passiert auch. Wenn wir schon im Gossip-Mode sind, ich habe noch geile Infos bekommen. Das ist ja kein Gossip. Nein, das ist jetzt eine Kulturrezension von einem Event. Absolut. Für die Schweizer Kulturschaffende, Kleinkunst. und übrigens auch, was mir aufgefallen ist, zu 80% haben immer die gewonnen, wo die meisten Follower haben. Und zu 20%. Du bist im Studio 404. Du Drecksau. Und bei gewissen Awards sind es aber so 80, oder wie nennt man das, weißt du, dass man gesagt hat, ja, hat zwar nur 1200 Follower, aber plus size und queer, nimm deinen Award. Okay. Wie nennt man das denn? Xinix-Preise. Also es ist eh so random gewesen, wie sich das jetzt zusammensetzt. Diversity Award. Ja, aber in den grossen Kategorien dann gleich denen geben, die am meisten Follower haben. Also es ist irgendwie... Naja. Du, das kennt man ja noch von anderen Awardshows. Du musst dich immer fragen, was bringt der so Preis am Veranstalter? Sag jetzt mal so von so People-Outlets. Mhm. Wenn die Awards gehen, dann geht es ja auch oft in die Richtung. In Landquart hat es so eins. Das People-Outlet. Das ist auch Adidas und so, ja. Das hast du ja dann irgendwie... grosse Namen bei den Hauptpreisen und danach gewinnt noch, wie hat sie geheißen, jetzt Madame Tricot oder so. Aber das ist ja wirklich, gewinnt jetzt die Nonne mit einem Bein und Arthritis oder Christa Rigozzi? Ganz knapp Christa Rigozzi. Ja, aber es ist trotzdem beides schöne Geschichten. Richtig. Ja, weil die Nonne mit einem Bein ist dreimal innerhalb von zwei Tagen fast gestorben und Christa Rigozzi hat durch den Gotthardtunnel ich kann gerade sagen, sie hat den Gotthard gesehen. Aber jetzt eben, bezüglich Gossip, ich habe noch brandheißen Gossip gehört, und zwar von jemandem, der an der Halloween-Party war. Ich weiß nicht, ob du die kennst, es findet immer einmal im Jahr Season of the Witch statt. Das ist vom Reto Hanselmann, die Halloween-Party. Vom It-Boy. Vom IT-Boy, sagen wir auch. Ich habe das mal schreiben als Untertitel, weißt du, so, wenn ein Interview mit ihm untertitelt, dann musst du ja immer die Berufsbezeichnung von dieser Person anschreiben. Ja. Und dann habe ich It-Boy angeschrieben, und dann weiss ich noch, der in der Regie die Einblende gefahren hat, hat gesagt, was macht denn der als IT-Boy? Sehr lustig gefunden. Auf jeden Fall, ich mag den Reto Hanselmann, wirklich ein cooler Dude. Also ich habe so viele Vorurteile gehabt und er ist super funny und eigentlich viel mehr Tiefe vorhanden, als man würde denken, so von der medialen Berichterstattung. Und, auch von der Haut. Du denkst, die hat keine Tiefe. Die hat ja nicht einmal eine Falte. Die hat Strahlkraft. Auf jeden Fall. Sehr glatt. Lass jetzt, der macht das einmal im Jahr. Bist du schon mal gesehen? Nein. Es ist toll. Ich habe einmal dafür gehen. Ich weiß. Du hast mir zwei Monate davor hast mir davon erzählt. Ich bin stolz gewesen. Und bis zwei Monate nach. Ja. Ja. Und das Jahr... Kollege Wanner ist auch ein grosser Fan. Der hilft ja mal beim Organisieren. Nee, jetzt hast du sicher... Und das Jahr... Habe ich gehört von einer Person, die dort war. Schau da, du bist ja wieder ein IT-Boy. Ja, genau. Genau. Oh, schau jetzt zum Beispiel dort der Werwolf, ganz klar Billigschrott von Temu oder von Amazon. Das ist ganz mies. Habe ich auch so Plastikmasken, schwitzisch wie ein Schwein, musst du die ganze Zeit abziehen zum Trinken. Und das da ist das zweite von rechts, ist das jetzt eine Verkleidung oder ist das? ganz ehrlich, das dort links, 100% Dennis Bielmann. 100%. Was, die Hacks? Ja. Klick mal drauf, zeig mal dir in groß. Red Carpet 52. Aber das ist ja von letztes Jahr. Was ist denn das? Ich weiß nicht, dass sie da war. Das ist der Eben. Die neue ist ja gar nichts. Die gehen durch den Photoshop. Ja gar nichts. Auf jeden Fall ist das ja Dingsgast gewesen. Tochter von Boris Becker, die Besenkammer-Tochter.
Anna Ernakova, heisst sie so oder heisst sie Mami so? Ich bin ja ganz sicher. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Aber du weißt, wie sie aussehen? Knapp. Ich habe nur gesehen, dass die bei Supertalent irgendwie in der Jury ist. Richtig, wie sie singt. Und Anna die hat, Ermakova. Voilà. Siehst, Anna Ermakova. Und die hat einen fantastischen Auftritt angelegt. Was hat sie gemacht? Gesungen. Ah, okay. Ja. Und zwar, also es hat tönt als wär's von der CD. Wirklich, so gut hat sie es gemacht. CD gibt es doch nicht im Frage. Ja, also... Du bist wirklich also, ein Boomer. Ja, du, als wär's vom Memory Stick. Vom Kassettli. Mm. So gut. Und dort auch noch zu Gast gsi. Du schaust in ihren Dschungel. Georgina Fleur ist zu Gast gsi, wo, ja, ich sage jetzt mal, nicht unbedingt positiv aufgefallen ist bei so diversen Reality-Shows. Okay. Aber privat muss sie ganz nett sein, habe ich jetzt gehört. Natürlich. Aus diversen Quellen. Nett und unkompliziert. Natürlich. Da ist ja. Welche ist Georgina Fleur? Ich bin behaupte die ganz rechts. Und aber ihre Kollegin sind... Linda. Ja. 20 Minuten. Du wärst die Frau, die das muss interviewen. Die hat aber auch, die sitzt auch schon eine Zeit lang auf dem Sofa. Die hat richtig Bock. Oh, schau mal, auf jedem Bild hat die da Schiss, du. Und was ist denn das denn? Gina? Die hat Gina. Bock. Ja, und Ding ist auch natürlich... Verena Kehr? Claudia Oboen, oder wie heisst die? Die Reich... Obert? Ja, das ist so eine, die verkauft Kleider und ist also so quasi die Vera Dilje von Deutschland. Da ist jetzt gerade gekommen, da kommt Vera Dilje. Ja. Und Freund. Mhm. Ja. Sollte mir jetzt schlecht werden. Nein, wirklich? Und dort sind sie nicht mal kostümiert. Nein, ich meine, ob sie ihm gescrollen. Ah, aber das ist, der sitzt dann am irgendwie 14 Stunden in der Maske. Ja, muss sowas. Ja. Ja, ja. Aber sorry, also erkennt man ja null, dass er das ist. Das ist ja die Idee. Ja, bei der Heidi, weiss man immer, aber, das ist Heidi. Aber nein, wo sie da den Wurm gesehen, hat sie auch nicht gewusst, dass es sie ist. Doch das Gesicht hat man doch noch einigermaßen erkannt. Was also, ist denn da? Der Heino oder was ist das? Ich weiß es nicht. Hat er eine Kralle auf dem Kopf? Aber er ist sich ja auch gewöhnt. 14 Stunden Maske, das ist. Das machst du ja wöchentlich und dann machst du halt mal für ein anderes Outfit. Mm. Halloween, ist das bei dir was? Mm. Gar nicht. Nicht wirklich. Aber können wir jetzt bei dir läuten? Nein, also ich bin schon mit den Kids von der Janik schon mitgegangen. So, ich selber. Ich finde, wenn es. Jetzt kommt ja jetzt langsam, es wird ja jetzt ein bisschen mehr wie bei den Amis. Ich finde ja, bei den Amis ist es ja eigentlich wie Fasnacht. Dort hast du zwar das Gruselding, aber das ist hauptsächlich für die Kinder, mit irgendwie eben da Süßes holen. Aber eine Halloween-Party ist ja dann alles um. Und es sind ja nicht nur da so fucking Zombie-Gestalten wie an dieser Party. Und dann finde ich es lustig. Aber alles auf dem Gruselding finde ich super langweilig. Also was sind die Kids gegangen von der Janik? Das kannst du nicht so genau definieren. Also es hat Jogginghose und oben noch ein bisschen Schminke ins Gesicht. Nein, schon. Wenn sich Mühe geben. Also jetzt das Jahr wird ganz, ganz brutal. Sprich, bis der rauskommt, ist ja dann schon gesehen. Ist Halloween schon durch? Ja. Ja, aber das ist wie Oktoberfest, kann man auch noch zwei Wochen später machen. Absolut. Ja. Nein, diesmal wird sehr lang geplant. Sehr lang geplant. Also was jetzt, dieses Jahr geht mir als, Achtung, wie sagt Elsa das? Von Frozen. Nein. Bei den Kids ist ja nicht Fuck, Mary, Kill, sondern Kiss, Mary, Kill. Ich glaube, so ist es. So. Und danach gehen sie jetzt zu dritt, geht jemand als Kiss, jemand geht als Mary und jemand geht als Kill. Okay, man muss mit Ja schreiben, das kennt man doch nicht. Also nein, aber das ist ja wirklich, also du machst ja einfach Türen auf und dann stehen einfach drei mit ein bisschen schwarzen Augen und schwarzen Kleider dort. Und du als Erwachsener stehst irgendwie 10 Meter hinten dran, oder? Und bist du verkleidet? Nein, also das Jahr kann ich nicht. Habe ich nicht können. Aber ich spiele ja gestern habe ich im Casinotheater Winterthur gespielt. Oh, das stimmt! Ja. Mit voller Werbung. Ja. Ausverkauft. Gratuliere. Wahnsinn. Ja. Einfach behaupten. Das ist doch egal, Marketing. Ja, wieder Smile Influencer Award, ausverkauft. Absolut. Da sind ja die Leute angestanden. Bis oder Mario Barth seine Shows, auch immer ausverkauft. Auch hinter dem Vorhang? Gar nicht vertraglich festgelegt, dass das muss ausverkauft sein. Das ist lustig, hast du den je getroffen in echt? Mm-mm. Ich auch nicht. Aber über den habe ich nur Schlechtes gehört, von allen. Und also von Aufnahmeleitungen, Masken... Bist du jetzt immer noch im Ironie-Modus? Nein, das stimmt tatsächlich. Jetzt ja. Wieso wechselst du jetzt?
Aha, also ich habe nur Gutes gehört über den Mario Bart. Würde auch nie irgendwie jemanden zur Sau machen, nein, weil er eine andere Hautfarbe hat oder so. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Aber nein, normalerweise so von allen, also zumindest so im deutschen Kuchen gehörst, ah nein, der ist eigentlich, ja, da ist das Ding mit der Freundin, die sagt, er hätte sie missbraucht, aber eigentlich ist er noch ganz nett und so, ich will jetzt keinen Namen nennen. Und über den Mario Bart sagt niemand etwas Nettes. Alle nur, ja, doch, Arschloch. Alle nur Netz. Nur Netz. Niemand von diesen Comedians, mit denen ich mich unterhalte. Du kennst einfach jetzt. Ich triff die Falschen. Nein, 20 Minuten. Also, wenn das Ironiekonzept zusammengehauen ist, ja, da, dann alle sagen also, Gutes. Komm, vergiss es. Nein, fertig. Sag dein erstes Feelgood. Mein erstes Feelgood, der Geruch von Hefeteig. Geht so was frisch Backniges. Okay. Ja. Also in dem Fall, wenn er schon backen ist. Ja, ja, wieso schmeckt er ja nicht gross? Ja, eben. Das hat mir jetzt Wunder genommen. Das heißt, frischer Hefeteig, wenn er einfach noch liegt. Oder aha, wenn schon... dann müsstest du mega nahe hin mit der Nase. Von frisch backener Hefe. Frisch backener Hefe. Hefeteig, ach, das ist so gut. Ja? Ich habe jetzt meine Liebe wieder entdeckt. So, in letzter Zeit bin ich häufig in München. zu Kalorien. zu Kalorien, genau. Und dort ist ja immer das Volksfest auf der Wiesn. Also auch unter dem Jahr, wenn nicht Oktoberfest ist, ist dort immer irgendetwas. Das Frühlingsfest. Tollwut, Frühlingsfest, was weiß ich. Mhm. Und da gibt es immer so Dampfnudeln oder Germknödel. Kennst du Germknödel? Nein. Das ist der Shit. Was ist Germ? Germ, da weiß ich nicht, das heisst einfach so. Aber Germknödel sind... Ist das von einem Philipp Germ, oder was? Genau, Philipp Germ hätte ich sehr gern gehabt. Das sind so Klöße und die sind gefüllt mit Gumpfi. Yeah. Die sind recht gross. Ich würde sagen, der eine hat so Größe, wie wenn du beide Hände zusammenhebst. Und oben drauf kommt dann Mohn und Vanillesoße. Und das ist so geil. Ich kann dir sagen, das sieht das nach einem absoluten Frank. Dampfnudeln. Und dann, ja, genau, wenn es ganz pervers ist, wie hinten dran jetzt das Bild, das der Solti gezogen hat, dann gibt es noch extra Gumpfi, die du dann oben drüber kippen kannst. Und herrlich! Und schau mal, das Maß von Vanillesoße. Ah, das muss schwimmen. Das macht mich richtig glücklich. Nur schon der Geruch. Komme ich auch direkt Hunger rüber. Und ich weiß nicht, hast du das auch an der Kilbi? Man ist wirklich gefangen in so einem süß-salzigen Strudel. Also man isst irgendwie eine Raclette-Schnitte und dann sagt man, aber das ziehen wir jetzt auch noch rein. Natürlich. Jetzt ist ja in Basel gerade Herbstmess. Ah, ich habe gehört, sie sind mega teuer das Jahr. Nein. Nee, okay. Dann ist das so eine 20-Minuten-Geschichte gewesen. Wieso? Mit wenig Substanz. Ja, irgendwie, die haben gesagt, 20 Franken sind jetzt neue 5 Franken. Hä? Ist der Titel gewesen bei 20 Minuten? Ich habe es nicht angeklickt. Ja, wahrscheinlich für die extremste Bahn. Ah, okay. Die gehen immer ein bisschen offen. Was gibt es für? Ich weiß nicht. Okay. Maximum und all das Zeugs. Aber das ist immer schon horrend teuer gewesen. Okay. Also, das Essen und so ist immer noch... Ich hab zum Teil immer noch das Gefühl, es ist zu günstig. Aber ich beschwere mich nicht. Ja. Also, nein, wirklich. Ja, vielleicht kommen jetzt auch direkt vom Ausland rüber und haben einfach bei den... Europreise hinten dran die Währung geändert und darum hast du das Gefühl, es ist günstig. Weißt du, statt Euro sind es einfach Franken. Also statt, dass man halt sagt, Pasta Carbonara kostet 8 Euro, sagt man, es kostet 8 Franken. Aber an der Messe esse ich nicht Pasta Carbonara. Ich weiß nicht, was du isst. Nein, sondern das sind dann auch klassisches Jeffrey Steak. Raclette, gut, das ist ein bisschen... Da bleibt sie der Familie, da bin ich auch ein bisschen, will ich sagen... Nicht ganz neutral, ja. Da bin ich ein bisschen voreingenommen. Mhm. Ja. Natürlich so die guten Wurststände. Und dann kann man auch ein bisschen ins Süße gehen. Brentimandeln, großartig, Magenbrot. Käsekirchli, natürlich. Es gibt einen Stand, der hat die beste Käsekirchli. Und jetzt Achtung! Okay, es ist nicht riesig, aber es ist etwa so hoch. Also schau jetzt, das war etwa das Käsekirchli. Was denkst du, wie viel es kostet das? Es ist die Höhe. Ja, es geht recht hoch. Also nicht so flach, wie man die kennt. Nein, aber nicht. Es geht recht hoch. Ich hätte gesagt, die also wenn es ein Preis ist, der fair ist, 4,50. 3,50. Das ist nichts. Eben. Ja. Eben. Geil. Da kannst du nichts sagen. Nein, oder? Und irgendein doppelter Merges-Hotdog kostet, glaube ich, 7 oder 8. Weißt du sowas? Und was ist so ein Geruch, wo dich triggert, wo gerade Hunger bekommst? Puh, vieles. Schon. Ja. Was zum Beispiel, was bei mir nicht funktioniert, ist der Bratzelkönig.
Oh, finde ich ja geil. Eben. Da gibt es ja Leute, die rasten komplett aus. Die haben wirklich schon multiple Orgasmen, wenn sie an irgendeinem Bahnhof ankommen und zu Brezelkönig schmecken. Und da hat es ja die Urban Legend gegeben, dass anscheinend der Brezelkönig irgendwie... Die pumpen Duft raus. Ja, durch die Lüftungsschacht. Ja. Wie soll das gehen? Gang mal irgendwie teilweise so in Vergnügungsparks, wenn du nachher noch musst durch den Laden durchlaufen, yeah. Der ist voll pumpt mit so einem Zuckerwattengeruch. Ja, sicher. Oder irgendwie Vanille oder yeah. So, super künstlich. Ja. Yeah. Das geht schon. Was so Düft. Also ja, so Brot finde ich halt schon sehr geil vom Duft her. Pizza. Wenn du in eine Pizzeria läufst in eine Pizzeria und es schmeckt schon nach guter Pizza, dann weißt du, das ist. Obwohl Pizza schmeckt immer gut. Also ich würde sagen, auch eine schlechte Pizza. Schmeckt gut. Findest du? Ja, vom Geruch her schon. Ja, also dann schmeckt es einfach nicht so intensiv. Aber wenn es wirklich so eine geile... Dr. Oetker. Nein, aber du siehst, das finde ich in der Nase nicht so geil. Ja, doch, das finde ich. Aus dem Tiefkühler raus und 10 Minuten später schmeckt es schon richtig geil. Musst du eigentlich, oder darfst du jetzt auch jedes Mal 5 Sachen sagen, die dich glücklich machen? Weil ich denke da, das ist ja dann irgendwann, hat man gar nichts mehr. Hat man alles erzählt? Nein, ich sage nicht 5. Nein, ich mache, wenn ich Solo-Folge habe, sage ich 1 bis 2. Und das andere auch immer ein bisschen natürlich. Und seit wann haben wir das Konzept? Also ich weiß es ja, ich frage einfach nur für die, die nicht so regelmäßig hören wie ich. Absolut. Wie du ja weißt, seit irgendwann dem Frühling. Ah. Ja, ja. Was hat der Ausschlag gegeben? Dass man doch noch irgendwie einen Rahmen setzt, oder? Ah, um es ein bisschen frisch behalten. Aber es ist auch irgendwie, ich finde es cool, weil man besinnt sich ja selten auf das, was einen glücklich macht. Man fokussiert sich mehr auf das, was nervt, genau. Oder was jetzt besser laufen. Genau. Und darum finde ich das noch schön. Ich versuche das jetzt eh so meine Gedanken so ein bisschen zu steuern im Sinn von, ah, schau mal, das sieht zwar auf den ersten Blick nicht gut aus, yeah. Aber du hast doch noch was Positives daraus rausgenommen. Ey, jo, drum, zum Beispiel einen Award so hast du heilen. Ja. Ja. So eine Awardshow ist immer, da siehst du nur das Positive. Ich springe mal weiter. Ja, mach du selber. Was? Ja, will ja die Liste abarbeiten. Ich habe mir noch da andere Notizen gemacht, über was ich könnte reden. Aha. Ist nicht der Deville das gewesen, wo man mit einem Notizzettel kommt? Nein. Du hast gesagt, irgendein Gast ist mal gekommen und hat quasi schon Redethemen dabei gehabt für den Podcast. Ja, sicher du. Ja, aber ich war der Zweite gewesen. Du hast gesagt, Person XY hat das auch schon gemacht. Das Problem ist, man weiß gar nicht mehr, was man schon erzählt hat. Man will ja nicht jedes Mal das Gleiche erzählen. Ja, weil zum Beispiel der Büssi und ich, wir haben mal gesagt, wir haben glaube ich... Oh, jetzt ist der Feueralarm. Irgendwas piepst. Ja, haben wir auch schon. Muss man nicht so ernst nehmen. Nein, natürlich nicht. Vor allem, ein Feuer könnte dem Haus vieles Gutes tun. Ich gehe trotzdem mal schauen. Hat man mehr Wünsche, dass es einen Feueralarm gibt? Vielleicht ist das auch eine DPD-Zustellung. Aber es klingt für mich mehr nach einer Tür, wo irgendwie... Oh, das ist wirklich da draußen. Uiuiui. Kohlenmonoxid? Das ist gar kein schönes Geräusch. Mm-mm. Ich gehe mal schnell, aber machen noch weiter. Meinst du, das könnte man nicht? Nein, das könnte man nicht. Nein, das könnte man nicht. Das filtert er nachher raus. Genau, der alte Fuchs. Aber da müssen wir jetzt schnell ruhig sein, damit das quasi das Geräusch drauf hat, ohne unser Gelaber, damit das rausfiltern kann. Absolut. Roomtone. So muss lange, ja. Roomtone heißt das. Ah, wirklich? Ja. Aber jetzt, ich habe das schon häufig müssen machen, um so schlechte Aufnahmen, dass du nachher noch retten mit der Filtersoftware. Wirklich? Ah, es gibt im Fall von Adobe Audio Enhance mit KI, sensationell. Bei Film und Serien und so, du hast extra Roomtone aufnehmen, weil eben jeder Room tönt anders. Mhm. Das heisst, wenn du ja dann zwischen den verschiedenen Takes hin und her schneidest, brauchst du ja trotzdem das Hintergrundgeräusch, wo halt immer gleich so tönen. Mhm. Und wenn du den Roomtone nicht noch neutral aufnimmst, dann kannst du das gar nicht übereinander legen. Ach, krass. Ja. Ja, also ich das ist so absurd, weil das sind irgendwie 60 Leute oder so, sind ja. Im Room. Und dann heisst es, Achtung, Roomtone. Ja. Und dann sind einfach 60 Leute, einfach ohne Bewegung, einfach schnell für eine Minute still. Absurd, oder? Ja. Okay, erzähl du. Nein, was, ich komme gerade was in den Sinn weg. Roomtone, das hast du schon wieder vergessen. Mhm. Egal. Aber 60 Personen, einfach schnell still, gebannt. Das ist eigentlich wie das Swiss Influencer War. Von Szene zu Szene. So, aber wie lange ist denn die Show gegangen? Ich
glaube, also die Awards selber sind recht fix durch. Ah, schau, jetzt hat er es abgestellt. Das sollte ich selber jetzt abgestellt. Sollte ich einfach einmal reingehen. Oder die Batterie müssen wechseln, wie so ein Führding. Ich glaube, die Awardshow selber ist, glaube ich, ich hätte gesagt, etwa 90 Minuten. Und nachher war so eine Party gewesen, wo, das ist ja dann auch immer erstaunlich, dass alle noch bleiben wollen für die Party und nicht gerade sofort gehen. Also der Dancefloor voll mit Menschen, die zu den Klängen vom DJ Brot noch voll am Upraven gewesen sind. Mit so geiler Halloween-Animation hin auf der LED-Leinwand. Eine riesige LED-Leinwand. Riesige LED. Ja, in der Samsung Hall. Also klicken. Hast du Samsung Hall gesehen? Ja. Da passen doch, wie viele Leute passen da rein? Etwa 4000? 3,5 sitzend, ja. Ja. Ich glaube. Ja, hat man so ordentlich. Und was ist es gesehen, Salty? Viele Handwerker sind irgendwie am Werk gesehen. Handwerker. Die Handwerker, die hä? Wahnsinn. Genau. Also, ja, erzähl mal das Zweite. Ich weiß nicht mehr, wer mit dem Thema gekommen ist. Ich weiß es wirklich nicht. Schade. Du musst es wissen, ich habe es ja dir erzählt. Ja, ich habe gemeint, du hast gesagt, wie der Deville. Der Deville ist mit einem Zettel gekommen. Nein. Nein, der Deville hat einfach mal gesagt, er will nicht über die Zukunft reden. Nicht über die Vergangenheit reden. Nur über die Zukunft. Okay. Das ist einfach ein System. Aber ist das nach der Show gewesen? Nein, es war einer der ersten Podcasts mit ihm. Hm. Und der Vetter hat einfach mal wollen, Themen zusammen anschauen, weißt du, halt einfach so Bit-Ideen. Ah, das ist natürlich auch geil. Man kann mit so unausgereiften Bits genau. Gehen. Genau. Oh, wie halt, hätte ich wie halt das Is This Something, weißt du? Ja. Mit Charlie habe ich es dann auch mal gemacht, wo ich. Schade. Ich habe den Laptop da, ich kann es nachher nicht. Nein, wir haben ja jetzt ein Konzept. Du kannst jetzt nicht das Konzept. Entschuldigung, ich will jetzt nicht richtig. Ich habe herausgefunden, was mich auch glücklich macht. Feel Good 2, yes. Feel Good 2, Disziplin. Oh. Ja, und zwar... Das kann wirklich nur vom Deutschen kommen. Das ist ja wirklich... noch nie, weißt du, was sonst alles genannt wird, aber da kommt eine viel gut Disziplin. Mhm. Und zwar, wenn du durchgezogen hast. Das ist ja, ich habe es in einem Buch gelesen, dass Motivation schwindet, wenn du etwas länger als 3 Tage machst und es stellt sich keinerlei Erfolg ein. Und das ist ja bei Comedy noch oft so. Also weißt du, du schreibst ja irgendwas oder... ohne dass es zwischendurch mal ganz aufführen oder ich habe jetzt gerade irgendwie 7 Tage lang so ein Fitnessprogramm müssen durchmachen und es hat mich richtig angeguckt. Aber dann, wenn du es durchgezogen hast, nach 7 Tagen, ich bin sowas von stolz und happy gewesen. Ja. Yeah. Und ich glaube, Disziplin, auch wenn du den Erfolg noch nicht siehst im Moment, was machst, aber hinten raus freut es dich dann gleich, wenn du es durchgezogen hast. Okay, ja. Yeah. Das ist eine lustige Statistik. Mit was? 3 Tage? Du brauchst alle 3 Tage ein Erfolgserlebnis, wenn du irgendwas dran bist, wie sonst guckt es dir an. Also das ist auch, an was viele Projekte scheitern. Weißt du, Erfolgserlebnis kann ja sein, ein Feedback von jemandem, der sagt, hey, wir sind auf dem richtigen Weg oder so. Yeah. Aber wenn du da einfach, keine Ahnung, 2 Wochen an etwas schaffst und dann kommt, ja, nein, finde ich alles nicht so geil, Motivation 0. Okay. Und in der Comedy hast du das noch oft. Aber eigentlich ja, du schreibst ja dort teilweise mega weit im Voraus. Also du vielleicht nicht, aber ich. Also weißt du, ich schreibe was irgendwie im Januar 23 und dann im Mai 24 kommt es auf die Bühne. Und zwischendurch liegt es einfach rum und allenfalls ist es Müll oder... Man sagt, boah, habe ich ein krasses Silvester gehabt. Ja, genau. Oh, Covid, wissen Sie doch. 31.12.22 habe ich mir die Lampe ausgeschossen. Boah. Genau. Ja, und darum habe ich das Gefühl, Disziplin macht langfristig glücklich. Oder auch, wenn man jedes Jahr in die 3 Säulen einzahlt, so Sachen. Das macht im Moment auch keine Freude. Jetzt wollte ich eben mal sagen, was würdest du jetzt unter Disziplin in kategorisieren? Was ist für dich Disziplin, was in deinem aktuellen Leben effektiv Bereich, wo du sagst, da ist jetzt Disziplin angewendet worden? Einerseits beim Schreiben, andererseits für unangenehme Gespräche. Also früher habe ich das ewig lang vor mich angeschoben, wenn ich mit einer Dienstleistung nicht zufrieden war. Und ich denke, ach komm, ich sage jetzt mal nichts, vielleicht wird es ja von allein noch besser. Und mittlerweile nicht mehr. Dann Leute an, sagen, ich finde das alles scheiße, bitte nochmal machen. Okay. Ja. Genau. Also, und beim Schreiben? Beim Schreiben, beim Sport. Was machst du denn beim Schreiben? Ich versuche einfach jeden Tag. Ja, yeah, wie lange? Ja, 2 Stunden. Was? Ich habe eben... das ist ja sogar mehr als der Seinfeld.
Der schreibt doch mehr als 2 Stunden. Ich habe gemeint, er schreibt 1 Stunde. Okay, also 2 ist wirklich lang. Ich schaffe es natürlich auch nicht jeden Tag. Ja. Yeah. Aber ich schreibe immer für Montag, Dienstag, ich schreibe 8 auf, weil dann bin ich ja bei Studio 404. Und da bin ich 8 Stunden lang am Gags raushauen. Ja. Yeah. Das ist ja dann auch geschrieben. Dort habe ich immer das Gefühl, dass halt die Kreativität ist ja irgendwie gleich ein bisschen begrenzt. Und dann tut man sie halt wie für etwas anderes schon rauslassen. Ja, aber hast du nicht das Gefühl, weil es gibt ja Themen, über die redest du vielleicht gerne auf einer Bühne. Ja. Yeah. Und dann gibt es andere Themen, ich nenne das sogenannte News-Wegwerf-Themen. Absolut. Wo das wirst du ja eh nie mehr brauchen. Wie häufig stehst du auf der Bühne und machst Jokes über den Milchpreis? Das schon. Und ja. Das geht es ja nicht. Mir geht es nicht um die Themen, sondern wo ich noch von Mutzenbacher gemacht habe, mhm. was ja auch sehr newslastig gesehen ist, habe ich natürlich schon gewusst, nichts von dem werde ich auf der Bühne können brauchen. Wollen brauchen. Ja. Aber ich habe gleich 2 Tage in der Woche an dem geschrieben und einfach meine ganze Kreativität, nicht nur in diesen 2 Tagen, das ist vielleicht etwas anderes in deinem Punkt, weil du kommst einfach für die 2 Tage und dann heisst es, schau dir das und dann musst du rausballen. Ja, und vor allem sind ja noch andere Leute an dem Tisch. Ja. Und das ich habe für mich so gesehen, ich habe 6 von 7 Tagen ist mein Kopf mit dem beschäftigt. Mhm. Nämlich, was werden Themen sein? Okay, das könnte Themen sein, falls das Themen sind, was könnte ich mir überlegen? Irgendwann, zum Glück ja auch noch immer ein Autor dabei gehabt, wo dann irgendwie noch geholfen hat. Irgendwann hast du mir den Auftrag gegeben. Schreibt man. Verschieden. Der Jardin. Nein, der Jardin. Der Aaron hat die meisten gemacht. Mhm. Und der Jürg Zehnter. Eigentlich die Elite von der Comedy-Autoren Schweiz. Vor allem im 2017. Ja. Mhm. Lang probiert, habe ich dort gesagt, gibt es weibliche Autorinnen? Und wir haben lang gesucht, niemals gefunden. Ich wüsste damals. Jetzt noch keine. Damals. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Ja, du hast, glaube ich, schon jetzt mehr. Halt auch im Stand-Up-Bereich gibt es ja auch mehr Leute. Das heisst, du könntest dort natürlich auch mehr Leute anfragen. Richtig. Also, ich meine, es gibt mehr weibliche Comedians als damals. Yeah. Aber ich würde behaupten, die schreiben alle nur für sich selber. Ich kenne jetzt keine, die irgendwie für ein externes Format schreibt. Ich wüsste es auch nicht. Aber auf jeden Fall habe ich dann ja denen den Auftrag gegeben. So schreibt man Gags zu dem und das und da. Und dann habe ich alles in ein Skript packen und so, und dann bin ich halt 6 von 7 Tagen, habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, ich bin mit dem beschäftigt. Und wenn es dann darum gegangen ist, irgendwie noch ein Solo, habe ich das Gefühl gehabt, meine Bar of Creativity ist schon recht low. So, oder? Aber in dem Fall ist es sicher etwas anderes, wenn es wie ein Bürojob kann sein. Aber dann würde ich auch nicht 8 Stunden aufschreiben, dann würde ich das separat und zählen. Bei dir ist aber das Geile, meine Kreativphase ist am Morgen und bei dir, weiss ich, ist sie in der Nacht. Weil nicht unbedingt. So, mal, aber du kannst bis irgendwie zur Nacht um 2 Uhr irgendwas sitzen und dran rumtöckeln und so. Das kann ich. Oder sind das Mails gewesen? Eher. Also. Ja, wirklich. Okay. Ich weiss nicht, wie kreativ ich in der Nacht bin. Du bist schon mehr Nachteule. Ja, ich kaufe es nachts arbeiten. Oh. Aber natürlich ist es oft so, wenn der Tag noch nicht komplett sich überladen hat im Hirn, ist es einfacher mit der Kreativität. Und es kommt auch sehr darauf an. Eben geht es jetzt darum, dass einem etwas irgendwie einfällt und dass man irgendwie auf so ein paar lustige Ideen hat. Oder ist es dann effektiv der schon nicht mehr kreativ Teil, sondern der Schaffensprozess, der Büroteil. Mm. Das heisst irgendwie, eben wenn es dann darum gegangen ist, ein Skript zu schreiben, klar kommen dann auch noch lustige Ideen, aber wenn es dann wirklich darum geht, okay, ich muss das jetzt zusammenpacken, das habe ich schon können machen, bis irgendwie am 3 Uhr morgen oder so. Und wo du auch sehr diszipliniert bist, ist mit Essen. Wie, du hast eine Zeit lang da deine Intervallfasten-Ding gemacht. Mach ich immer noch. Ah, wirklich? Ja, ja. Und das habe ich auch noch ganz schwierig gefunden, das auszuhalten. Also sowohl zum Warten, bis ich darf essen, als auch bis du mal endlich gegessen hast. Zum Warten? Ja, weißt du noch, weil irgendwie, ich habe dann auch noch gefragt, ja, was wollen wir essen? Ja, ich kann jetzt mal, ich kann erst um 2. Nein, ab der 12. Ja, irgendwie so. Aber das ist halt doof, wenn man schon am irgendwie 10 Uhr dort ist. Ja, 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 ja. Okay, also schreiben, du probierst jeden Tag 2 Stunden. Mm. Das heisst, was ist effektiv? Du schreibst du dann auf, wie viele Stunden du geschrieben hast? Hey, ich habe gemerkt, damit man eine Erfüllung findet in dem, was man macht, muss man es nicht als To-Do-Liste
weil dann machst du sowieso zuerst mal das Einfachste. Mhm. Also weißt du, wenn du jetzt eine To-Do-Liste hast mit irgendwie 2 Stunden schreiben, Wäsche, einkaufen, Rechnungen zahlen, dann machst du zuerst mal alles andere, weil das geht mega schnell und dann kannst du durchstreichen. Mhm. Und das nennt sich Timeboxing. Und wenn du dann einfach die 2 Stunden einschreibst, Ergebnis offen, yeah, dann hast du ja, selbst wenn du in dieser Zeit nur einen Joke rausgehauen hast, aber hast du zumindest deine 2 Stunden erfüllt. Ja. Das bringt irgendwie viel mehr. Ja. Statt Anzahl Wörter oder Anzahl Jokes oder so, weil dann findest du immer irgendwas, wo du kannst beschissen. Klar, Boundaries of Space and Time, hat der John Cleese immer gesagt. Nennt er das? Mhm. Ich habe erstmal sein. Wir haben es doch mal von dem Büchlein, jetzt ein kleines Büchlein geschrieben zum Thema Kreativität. Ich habe das Büchlein nie gelesen, weil ich habe 5 Vorträge gesehen. Von es ist super herzig. Und perfektes Gästegeschenk. Ja. Okay, also das heisst, dort, wenn du sagst, du probierst, ist es trotzdem jeden Tag 2 Stunden. Plus, minus, wenn wir es dann zusammenrechnen. Weil ich auch herausgefunden habe, ich mache es mir ja nicht so schwer wie du. Du gehst ja auf die Bühne mit etwas völlig Unreifem und schaffst dann dran. Mhm. Und ich gehe auf die Bühne mit etwas völlig Unreifem und wenn es nicht funktioniert, rühre ich es direkt fort und schreibe etwas Neues. Was in meinem Kopf einfacher ist, als an dem rumzufielen, was nicht funktioniert hat. Mhm. Darum habe ich einen mega Output von Schrott, den man nicht brauchen kann. Mhm. Aber ich brauche den grossen Output, damit Perlen hängen bleiben. Ja, logisch. Und du gehst eben mit was Halbgarem und schaffst es dann aber das. Oder so. Und schaffst es dann aber, das wirklich so aufzubauen, dass es schlussendlich gigantisch ist. Also Zero, ich finde es toll. Ist sehr lieb. Das Ziel ist dort, ist einfach zu schauen, ist es etwas? Und ich habe das Gefühl, es sind viel mehr Faktoren als nur eben irgendwie auf dem Blatt Papier die paar Wörter zu haben, sondern für mich sind Faktoren, wie fühle ich mich dabei, wenn ich das auf der Bühne erzähle, habe ich das Gefühl, das resoniert nicht nur mit Lachen, sondern irgendwie interessiert es die Leute. Ja, sind die Leute mehr dabei oder weniger und ich weiß auch nicht, eben wirklich so eine Gefühlssache und aufgrund von der weiß ich dann halt auch irgendwie, ich kann es aufbauen oder nicht. Aber ich habe das Gefühl viel mehr als eben, vielleicht ist das auch mit diesen 3 Tagen, wenn du jetzt einfach irgendwie 3 Tage dir Zeugs überlegst und du testest es dann nicht gerade, dann denkst du automatisch schon, es ist scheiße. Vor allem, wenn du es mit angeschrieben hast und dann liest es später mal durch. Richtig. Und bist nicht mehr in dem Mut, wo du hast, wo es mal geschrieben hast. Oh Gott, was ist denn das für ein Rotz? Das habe ich immer gemerkt, wenn wir Theaterprobe hatten. Hast du Theaterprobe für eine Komödie, oder? Das heisst, das erste Mal triffst du dich und du liest das Ding. Table Read ist das. Quasi, ja. Einfach mal durch, wie hat es geheißen? Leseprobe. Leseprobe, oder? Und dann haben, ich sage jetzt mal, die Hälfte von den Menschen dort im Schauspielbereich haben wahrscheinlich noch nicht mal das Buch gelesen, sondern sie lesen es dort zum ersten Mal. Die andere Hälfte hat vielleicht sogar schon ein bisschen auswendig gelernt, bla bla bla. Und das heisst, wenn du das dann zum ersten Mal liest, dann da verrecken alle und du hast so einen guten Mut und das tut sich so nach 10, 15, 20 Minuten tut sich das immer wie mehr reinsteigern und mit der Zeit lachen alle ab jedem Satz und danach tust du noch im Lesen gibst noch ein bisschen mehr Emotion rein, tust schon fast überspielen und alle so wow. 3 Wochen später bist du so in der letzten Woche vor der Premiere und alle haben das Gefühl, das ist das verschissenste Stück, das jemals aufgeführt worden ist. Ja. Weil du halt einfach schon zu lange in der Repetition bist, du hast eben kein Feedback, du hast kein Publikum. Und dann brauchst du eben einen Regisseur, wo du dann noch am Samstagabend um 11 Uhr anrufen, der sagt, Frank, so scheiße ist das gar nicht, jetzt mach's doch mal. Ja. Aber das ist ja genau das. Und darum habe ich dann eben das Gefühl, dass schon nur, wenn ich eben irgendeine Furzidee habe, dass ich die möglichst schnell auf der Bühne einfach mal irgendwie anbringe. Weil dann kann ich eben entweder wissen, machen wir etwas draus oder nein. Statt dass es dann irgendjemand rumliegt und ich dann eben 2 Wochen später denke, was habe ich mir denn überlegt? Wieso? Ich bin nicht in dem Mood. Wie auch immer. Okay, das heisst, der Schreibprozess, das ist Disziplin. Was hast du noch gesagt? Sport.
Sport. Ja, ich werde immer fetter. Alkohol ist das Gift und Zucker. Ich kann dir sagen, du bist auch sehr süße. Ja. Ich kenne, glaube ich, keinen, der so viel Süßigkeiten. Stimmt. Mit Milchspeisen und so. Darum nehme ich wieder die komischen Knödel. Ja, das ist so geil. Wirklich, könnte man so Zeugs leben. Und immer im Januar machen mein Freund und ich ja den Veganuary. Und das bringt es brutal. Weil dann geht das alles weg. Weil du bist ja schon eingeschränkt. Und die Fährte hast du dann wieder drauf. Richtig, ja. Genau. Aber jetzt, das ist wirklich ein Fehler mit dem weißen Anzug auf der Bühne, weil er verzeiht nichts. Und das ist 2 Kilo mehr sehen einfach scheiße aus in dem Ding. Und jetzt ist aber das Problem, jetzt mittlerweile habe ich so eine, also das ist wirklich so intern, als who cares, aber jetzt ist es so eine Fett-Muskel-Mischung. Das heisst, von weitem sieht es okay aus, aha. Aber am Anzug ist es ja egal, ob es Fett oder Muskeln sind. Es ist einfach zu viel. Mhm. Und der spannt jetzt super unangenehm. Also vorher hat er am Ranzen gespannt und jetzt, weil ich so viel trainiert habe, spannt er auch an den Schultern. Oh. Also, es ist aber scheiße, der Ranzen muss weg. Mhm. Und die Schultern, weiß ich nicht, ob ich das vielleicht bleibt oder vielleicht gehen die auch wieder ein bisschen zurück oder so. Du musst mehr Cardio machen. Das habe ich jetzt gemacht. Cardio Burn. Ja, ja, ja. Wochenlang. Hell Week nennt sich das einmal. Du musst jede Woche, jeden Tag machen von einer Woche. Was? Hey, ich mache Freeletics, das ist so ein... Ah, du machst ja den komischen Hampelmann. Du hast ja auch mal gefilmt, um es gemacht hat. Genau. Und dann immer, wenn das Programm... Du musst dazu sagen, weißt du, warum ich es gefilmt habe? Weil es dumm ausgesehen hat. Nein, und weil einer auf den Rasen kommt. Ah ja, der Rasen, wir sind auf dem Rasen gewesen. Genau. Die sind auf dem Rasen rumhampeln und dann kommt einfach der andere mit seinem Rasenmäher und der ist so, mir ist scheißegal, ob der jetzt... Ja genau, wir müssen ich habe auch ja. Disziplin, ich habe nämlich jetzt die Viertelstunde... Das muss gewählt werden. Ja, genau. Wir nehmen bis ein Badtüchchen wieder ein paar Zentimeter schieben, dass er mit dem Rasenmäher durchkommt. Okay, aber du machst nicht Cardio auch noch mit irgendwie, weißt du auch nicht, auf einem Velo oder rennen oder schwimmen oder so? Ich würde wieder gerne rennen, aber irgendwie. Nein. Es geht auf Knie, habe ich gemerkt. Das ist das Problem. Habe ich gemerkt. Ja, das ist ja kaputt. Nein, nicht kaputt, aber ich habe. Irgendwann habe ich es ein bisschen überrissen. Dann habe ich gemerkt, jetzt sind sie einfach so. Grundsätzlich ein bisschen weh. Ich habe ein Ding gemacht, eine Laufanalyse, wo du mit 3 Kameras oder 4 sogar gefilmt wirst. Yeah. Und so 3D-Scan und so Zeugs. Also du hast nur so eine Animation von deinen Knochen und deinen Gelenken. Ja, ja, ja. Und das war also Eye-Opening gewesen. Ich weiß jetzt auch, warum wir Knie immer weh da haben nach dem Joggen. Mhm. Weil ich wirklich ein kompletter Fersenläufer bin. Das heisst, bei mir knallt immer die Ferse zuerst auf den Boden. Ja. Und das ist völlig falsches Abrollverhalten. Genau, du solltest eigentlich so rennen, als würdest du deine Beine hinten aufziehen. Genau. Und somit gehst du nicht mit der Ferse, sondern du gehst dann mehr vorne mit dem Ballen, weil sie zieht sie hinten schon wieder auf. Ja. Ja. Und also wenn du das siehst in Zeitlupe, wie du rennst, aus allen Perspektiven, das ist absurd. Das hat mir das nie jemand gesagt. Das finde ich beim Golfen so schlimm. Ah, gibt es das auch? So Analyse? Ja, natürlich. Also ich meine schon nur, der Golf Golflehrer, der filmt die dann von hinten und der hat natürlich dann auch ein cooles App und dann kann er mit so verschiedenen Strich zeigt er halt so deine Körperhaltung, wie ist der Rücken, wie ist der Schwung, bla 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 bla, oder? Und es ist so schlimm, weil weißt, so wie es in deinem Kopf aussieht und nachher siehst du einen so mit dem Fettbuch irgendwie so irgendwie sich so komplett verranken und es sieht überhaupt nicht aus wie ein Golfschwung, aber in deinem Kopf zuerst denkst du so, das gesehen. Boah, aber wie ist das, wenn du es falsch machst, Golf? Geht das dann auch irgendwie auf Gelenk oder so? Ich könnte mir noch vorstellen, nein, auf Gelenk ist nicht egal, so. Oder? Nein, der Rücken kann unglaublich weh machen. Ah. Hingegen, wenn du es richtig machst, ist es etwas vom Besten für den Rücken. Ah ja? Mhm. Ah, lustig, ich habe gedacht, Golf ist so der Sport, wo wirklich jeder in jedem Alter kann machen und in jeder körperlichen Verfassung, weil es nicht anstrengend ist. Es ist sehr anstrengend. Wenn halt wirklich noch eine Athletik reinkommt, du kannst es machen ohne Athletik. Also der Herr Trump geht sehr häufig golfen. Ja. 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 Und der macht ohne viel Athletik. Natürlich. Also, okay. Und Amis sind eh nochmal speziell, wie sie ja die ganze Zeit im Karreli sind. Ich bin ja gerne im Karreli. Aber das Laufen kommt natürlich noch natürlich. Dazu. Natürlich. Ja. Ja. Ich meine, wenn du so ein richtig schönes 18-Loch hast mit Hügellandschaft, wo du dann auch mal ein paar Meter rauf gehst und wieder ein paar Meter runter und das machst du zu Fuß, dann hast du natürlich auch noch eine milde Wanderung hinter dir. Ich muss es mal machen, golfen. Unbedingt. Einfach, weil, unbedingt. Letztes Jahr habe ich mir vorgenommen, ich will unbedingt mal Boxtraining machen. Ja. Yeah.
bin ich da. Das ist das Schlimmste. Ey, du bist so kaputt. Es gibt nichts Anstrengendes. Absolutes Ganzkörpertraining. Yeah. Du bist ja immer am Hüpfen. Ja. Yeah. Ich bin noch nie so durchnässt gewesen. Brutal. Und ich muss das Bild korrigieren, das ich von den Menschen kann, die dort hingehen. Wie ich denke, das sind halt alles so kleine Assis, die sich einfach die Schnurren einschlagen. Aber es ist ja nicht, es sind ja nicht nur irgendwie Menschen mit Gewaltpotenzial dort, sondern es sind nicht sehr viele Leute, die durchschaut haben, dass es ein sehr gutes Körpertraining ist. Und du lernst auch mega viel koordinativ. Mhm. Also weißt, ich würde fast schon sagen, es hat so was Tänzerisches, weil es sind ja auch Choreografien. Yeah. Also wir müssen dann was machen, wo irgendwie zweimal links, einmal rechts. Genau. Und wenn du es falsch machst, hast du am anderen halt voll in die Fresse, weil der versucht ja auszuweichen. Yeah. Und also das musst du mega viel beachten. Ich habe ein mega geiles Training gefunden. Bin aber nicht mehr gegangen. Zu streng. Echt? Und es haben mich alle gesiezt. Das war auch unangenehm gewesen. Ich auch. Ich habe es auch einmal, einmal habe ich ein volles Training gemacht und habe dort gewusst, das mache ich nie mehr. Sprich, wenn jetzt der effektiv, ich glaube, das kann man jetzt langsam verraten, weil es ist Ende, ja, Ende Oktober, es hat mal den Plan gegeben, dass es so eine Swiss-Promi-Boxe gibt. Oh! Und das hat eigentlich recht gut ausgesehen, dass das wirklich stattfindet. Und, ja. Also mit mir, so plus. Als ein von denen. Und dort hat ich, das hat ich richtig ernst genommen. Aber hättest du einen Helm angehabt so, oder hätte man dir die Nase brechen können? Ich glaube nicht, dass man einen Helm angehabt hat. Also so ein, nicht Helm, aber so ein ja, Sturmstoff-Ding. Ein Sparring, so ein Schutz, ja, so ein Schutzhelm, ja. Wow. Wo gar nicht so gut ist übrigens. Wenn du nachher stehst, dann musst du irgendwie dich gegen den Janosch Niedlisbach prügeln. Nein, dann siehst du also alt aus. Nein, nein, du musst ja schon ein bisschen nach Gewichtsklasse. Ja, der ist ein Spargel, der ist ja nur Muskelmasse. Eben. Ah, dann ist es schwer. Ja, okay. Das war nicht aufgegangen. Okay, aber nein, nein. Das findet jetzt nicht statt. Also, man kann auf der Webseite, Achtung, ich mache jetzt Werbung für das, weil ja, es wird hundertprozentig nicht stattfinden. Swisspromiboxen.ch. Kannst du, glaube ich, gerade am Stück. Swisspromiboxen.ch. Jetzt gibt er das. Ich bin aber auch gespannt, was man da noch aufgeboten hat. Schau jetzt da. Ja, jetzt kommt es eben. Es wird nicht stattfinden. Mit Animation. Swiss. Achtung. Promi-Boxen mit so einer Vegas-Grafik mit Lämpchen aussen dran. Da haben sie 4 Stutz im Adobe ausgegeben. Achtung! Was? Der Hausi? Nicht, aber der wäre Ringrichter oder sowas. Ja, schauen wir mal das Video zum Anfang. Das ist einfach mal so ein bisschen in Mut kommst. Spiel's mal ab. Ich kenne dich ja alle. Genau, die Leute weg. Swiss Promi-Boxen ist genau das, wo Legenden geboren werden. Oh, Harry. Könnt ihr auch schauen? So etwas seht ihr nicht mehr Alter. Es wird ein wunderbarer Abend für alle, die dabei sind. Ich wünsche euch schon einen Freiwillige. Komisch, gell? Ja. Am 9.11. in der Kampfarena Salto Zürich-Kloten. Ja, um welchen Fernsehsender überträgt das? Achtung, Round 1. Nein, jetzt müssen wir die Webseite durchgehen. Ach so. Mach wieder gross, Leute. Oh, das ist jetzt... Round 1. Klick auf Round 1. Jetzt gehen wir jedes Tab durch. Achtung. Round 1. Und jetzt heißt es ringfrei für das Event des Jahres. 12 Promis. Ein Ziel. Der Gewinner von Swiss Promi Boxen 2024. Der Satz fällt mega was. Gut. Die Boxveranstaltung mit Schweizer Persönlichkeiten geht in die erste Runde. Welcher Promi hält den Druck aus und geht als Sieger aus dem Ring? Wir informieren Sie bald über die Paarungen. Okay, Achtung. Mhm. Bald. Wo und wann? Kampfarena. Das Salto in Kloten mit 1200 Sitzplätzen. Wann? 19. November ab 18 Uhr. TV-Übertragung. Und das steht oft immer nur im Fernsehen. Im Fernsehen. Das heißt Blue. Ticketinformationen folgen. Ja. Aber vielleicht kommt es auch bei Auftanken. Jetzt Achtung, Pressekonferenz. Pressekonferenz. Freue ich mich sehr drauf. Vor dem Kampf müssen unsere Promis natürlich noch auf der Pressekonferenz gewogen werden und Rede und Antwort stehen. Können wir mal direkt zum Impressum? Ich will wissen, wer das macht. Das ist eben komisch, dass man das doch fast nicht findet. Oh nein. Ja. Jetzt sind wir noch auf Reddit. Was machst du jetzt wieder? Ob du Tabs wechselst. Wieso denn? Ich stress nicht. Ich will schauen, was... Ach so. Es ist zwei weiter links. Ja. Das ist Snap Season of the Witch. Links. Yes.
Jetzt wieder rechts. Die googelt der Chef noch selber. Oh, die Animation kommt jedes Mal wieder neu. Natürlich. Herrlich. Natürlich. Ja. Sponsor und Partner, der Hausi, der zahlt das. Ah, werden Sie wir suchen noch Sponsoren. Okay. Natürlich. Ja, Achtung, Promi-Teilnahme. Ja. Frank, bitte. Ach, kann man sich noch anmelden? Bitte, gib du jetzt einfach mal. Oh. Melde dich doch jetzt einfach mal an. Also, gib mal ein. Einfach, weißt du was? Gib mal, ohne Scheiß, gib mal ein, weil es mir Wunder nimmt, ob ein Mail zurückkommt. Mhm. Mach mal Frank Richter. Beim Alter kommen wir. Mach 44, weil da komme ich jemanden rüber, der schlechter ist als ich. Gewicht 86 Kilo. 1,84. Siehst du, wir wären auch schon nicht in der gleichen Gewichtsklasse. Ah, aber das ist jetzt doof, ich will nicht, dass alle meine E-Mails sind. Das also, müssen wir nachher. Kannst du doch auf die Schnecke eingehen und das sollte übertreibt es nicht. Hä? Aber man sieht es ja gleich, wenn Nein. Du jetzt schreibst. Nein, jetzt macht das sollte einfach als Live-Bild uns. Okay. Ach so, und du tust schnell. Und du gehst ein. Ach so. Aber du. Also, ich komme schnell. Du musst einfach. Natürlich. Los, jetzt, schau, jetzt bin ich einfach dich im Bild. Genau. So. Okay. Und jetzt kannst du schnell die Zeugs eingeben. E-Mail-Adresse da ein. Ja, frank.richter@gmx. So, 079 123450079. So, okay. So. Nachricht. Ich wäre sehr gerne dabei. Schreib noch, ich kann auch fit werden in den nächsten 3 Wochen. Fit werden in den nächsten 3 Wochen und wäre bereit gegen non-binäre Personen. Das will ich jetzt nicht sagen. Zu boxen. Liebe Grüße. So. Das sage ich jetzt nicht. So eine schlimme Boomer-Witz lässt jetzt einfach nicht über die Airwaves. Das erweitert den Pool von potenziellen Gegnern. Wieso? Ja, weil dann sind noch mehr Leute. Ist ja dann egal. Es kommt eine Fehlermeldung. Nein, es kommt eine Fehlermeldung. Deine Eingabe muss mit dem geforderten Format übereinstimmen. Bei Alter muss man da das Datum, das Geburtsdatum... Ah, bei Alter. Statt einfach mal eine Zahl. Genau, dann macht 1.1.1979. Ah nein, dann wäre ich 6, ist ja egal. Ja. Dann wärst du was? 45. Naja, aber du findest es raus. Okay. Ja, ich würde auch mal davon ausgehen, das findet nicht statt. Sorry. Komisch, oder? Ja. Aber wer steckt dahinter? Darf man das nicht sagen? Hey. Ah, sind das Formular abgeschaltet? Könnte auch sein, oder? Meinst du, die haben das Formular effektiv jetzt abgestellt? Also... Ich hoffe, der Haus ist gezahlt worden für sein Promo-Video. Der Haus hat wahrscheinlich einfach, da haben sie schnell im Thurgau, haben sie einen... Nein, sie haben ja schon müssen in den Ring stellen. Eben, haben sie schnell in der Box gehalten da. Aha. Und dann gesagt, komm, erzähl schnell. Es gibt ja ein paar einige Sachen. Ihr wisst, wer ich bin, hat mir nicht mal aufgeschrieben. Das hat er einfach so gesagt. Nein, natürlich. Ja. Okay, Haus, ich kann schließen. Ihr wisst ja, wer ich bin. Haus, Leute. Jawohl. Ja, shit. Schade, kannst du dich nicht mehr anmelden. Aber gegen wen hättest du dich prügelt, weißt du? Nein. Ah. Also, ich kann dir sagen, wer dahinter steckt, ich kann dir nicht genau sagen. Ich weiss, dass eine Dame mich angefragt hat, von eurer privaten Mailadresse, wo aber irgendeine Promobude hat in Zürich. Mhm. Das heisst, ich habe gewusst, das ist nicht sie, die es effektiv veranstaltet, sondern sie muss halt... Strohfrau. Sie muss halt irgendwie Leute organisieren. Ja. So. Es ist, irgendwie ist der Schweizer Boxenverband ist irgendwie zumindest teilweise mal involviert gesehen, weil die Idee war auch gesehen, dass man natürlich dann trainiert wird eben und professionell Training. Also wie Dancing with the Stars, aber am Schluss Boxing auf den Promis. Ich weiß nicht. Aber ich habe 2 Bedingungen gestellt. Geld? Nein, ich habe gesagt, ich wähle selber Trainer. Ja. Und ich wähle Gegner. Oh! Und habe einen Namen gesagt. Ja. Was soll es sein? Der Baschi. Ja. Natürlich. Oh, geil. Natürlich. Hey, aber ich hätte schon Schiss. Also, weißt du, so. Nur schon bei der einen Trainingsstunde. Ich habe gedacht, Charlie haben sie auch angefragt. Und es war schon noch geil gesehen. Ja, weil das würde ich brutal unterschätzen. Es wird nie stattfinden. Nein. Weil, wenn, dann hat es auch nur einmal stattgefunden. Weil, was haben sie gesagt? 6
Also das heisst 3 und 3, 3 Fights bei den Herren, 3 Fights bei den Damen. Das heisst, du hast insgesamt 12 Leute. Und also ratmässig für 1 Minute pro Runde. Das weiß ich doch alles nicht. Frank, das wäre mir mega wichtig. Hast du die fucking Webseite gesehen? Okay. Ich hätte noch im Vertrag geschrieben, falls mir jemand Klasse bringt. Ich habe keinen Vertrag. Also. Nein, aber jetzt kommt eben der Punkt. Wenn die sich alle prügeln, dann findest du nie mehr Leute. Weil alle Promis sind ja in irgendeiner Art und Weise darauf angewiesen, vor einer Kamera zu stehen oder halt eben beim Smiles Influence Award dort auf der Bühne zu stehen oder so. Mhm. Das heisst, du kannst ja, es ist ja eigentlich vom Berufsrisiko her gar nicht möglich, dass du dann mit einem blauen Auge 3 Wochen rum bist. Man hat den Schweizer Promi-Pool absolut dezimiert, wenn 12 Leute sich dort... Das heisst, du machst es einmal, nämlich mit den Leuten, die wirklich wollen, und nachher findest du keine Leute mehr. Oh. Und vielleicht haben sie ja jetzt nicht genug Leute gefunden. Ah, weil was. Ich denke, ein Comedian ist nicht so ein Problem, wenn er aussieht. Aber seit wann hast du die Anfrage? Losgegangen ist es August 23. Wow, weil theoretisch da hättest du ja wirklich Zeit gehabt, in die Form von deinem Leben zu kommen. Eben. Und dann habe ich im Januar dieses Jahr habe ich Ultimatum gestellt. Ich habe gesagt, ich muss es bis dann wissen. Ja. Und sonst ist es für mich gestrichen. Nein. Ah. Weil die E-Mail-Adresse funktioniert nicht mehr. Du musst dein Geburtsdatum richtig eingeben. Ja gut, das ist auch schwierig. Ja. Nein, weil als Pressekonferenz-Datum habe ich dann mit einem Tour-Datum ich dann auch vor Konflikt gekriegt. Ich muss jetzt langsam vorwärts machen. Ja. Und eben, ich hatte mir sicher, was war das jetzt gesehen? Ich hatte schön zuerst geschaut, dass ich in eine gute Form komme. Ja. Und dann hatte ich noch... hat ich noch Kombos gelernt, bis zum Gehen. Okay. Ja, nein, da hätte ich im Fall zu viel Respekt. Auch, weißt du, dass irgendwas permanent kaputt geht. Das hast du ja nach Ninja Warrior... Brain Damage. Ja, das jetzt weniger, aber halt... Ninja kann. Warrior, dort haben sie mich angefragt. Und wer habe ich denn empfohlen? Mich? Yes. Und ich habe brilliert. Und jetzt bist du, glaube ich, weitergekommen als der Baschi. Ja, das ist nicht schwierig. Basch jetzt glaube falsch verstanden, ich meine, man muss möglichst schnell ins Wasser. Dort ist ja der allermieseste Evo, und der war ja eigentlich schon noch fit, ist der Charlie gesehen. Weil? Das ist, glaube ich, das Jahr davor gesehen oder noch, ich weiß nicht mehr. Ja, das Jahr davor, dort habe ich noch ihn interviewt, weiß ich noch. Ja. Weil, er rennt los und dann ist ja einfach so die komische Netz, die Kletternetz. Aha. Und dann gumpt er an das Netz und geht mit dem Bein durch ins Loch und ins Wasser. Nein, das sind ja. Du musst ja mit den Füßen in das Netz oben, klar. Oder? Ja. Aber er ist mit dem Bein durchs eine Loch durch und dann ist ihm natürlich die Schnur an die Kronjuwelen. Mhm. Und dann hat er das so weh gehabt, dass er, glaube ich, einfach sich fallen lassen hat. Okay. Das ist wirklich ganz ein mieser Auftritt. Oh nein. Ich habe es bis zum zweitletzten Hindernis geschafft. Ja. Das hat mich so aufgeregt. Die Wand hätte ich easy geschafft, das habe ich trainiert. Ja. In Winter gibt es so einen Park, wo sie aufgebaut haben, den Skills Park. Und die Wand ist einfach das grösste Ding. Also wenn du über 1,75 bist, schaffst du die Wand. Ja. Wenn du drunter bist, wird es wirklich schwierig. Ja. Und also sprich, die hätte ich geschafft, aber Kraft hat nicht mehr gelangen bei dem letzten Hindernis. Ja. Weil du musst die ganze Zeit dein eigenes Körpergewicht irgendwo drüber ziehen. Ja, yeah, ja, yeah, yeah. Und irgendwann kannst du einfach nicht. Du musst klein und leicht sein. Ja, genau, wirklich so eine Florian Asch-Statur. Wie heißt der? Der Fabian Rohrer. In dem meine ich, genau. Der ist Paradebeispiel. Und eben auch dort, wo wir waren, nur Sportler haben es geschafft. Ja. Yeah. In die zweite Runde. Und ganz ehrlich, die zweite Runde ist so derb. Weißt du, auch so vom Verletzungsrisiko, das musst du sagen, bis froh gehst du in der ersten raus. Yeah, das willst du nicht mehr antun. Bist du dann schon völlig übersäuert und so. Also, gut, könntest du die erste schaffen und dann die zurückziehen? Ja, nein, die Leute werden dann schon sehen, wie du noch ablieferst oder so. Aber bei der zweiten, also bis auf den Dave Dole, hat niemand mehr Pfupf gehabt. Das ist aber schon ein Riesentier. Das ist ein Krafttier. Das ist so ein geiles Sieg. Und vor allem ist es eines von meinen absoluten Lieblingsnamen. Dave Dole. Ja. So geil. Okay, dann glaube ich, haben wir Disziplin durch, oder? Mhm. Sorry, ich störe schnell, aber es ist ja mein Podcast, also störe ich, wenn ich will. Und zwar sind die letzten Termine von meinem Solo-Programm Zero online. Geht jetzt schauen auf meiner Webseite www.joelvonmutzenbecher.ch. Kaufe Tickets und kommt vorbei. Es wird bombastisch. Ich gehe mal zum nächsten. Hund!
Verstande. Ja, aber ich habe keinen. Aber du hast ja zumindest mal so einen temporären Hund gehabt. Und jetzt und in der Familie sind Familie viele. Ja. Und es macht einen schon super happy, oder? Ich bin, Achtung, ich bin mit dem Auto die Reifen wechseln. Mhm. Achtung. Und dann kannst du natürlich dort warten, weil das geht nicht lang. Die müssen einfach schnell das Ding aufheben, vier Reifen drauf, die neuen vier drauf. Okay. Dann haben sie gesagt, warten Sie. Ich so, ja, kriegst du einen Kaffee, dann hockst du dort. Und dann hat es gegenüber von mir eine ältere Dame gehabt. Und die hat einen von den grössten Hunden, den ich jemals gesehen habe, hat die gehabt. Und zwar, eigentlich, glaube ich, wirklich... Ist das eine dänische Dogge? Nein, ich glaube wirklich auch von der... ich glaube, es war ein Berner Sennenhund. Die sind auch recht gross, ja. Und es war ein Weibli, der dann wirklich einfach zu mir zu quatschelt ist und mir einfach wollte Hallo sagen. Oh. Und dann sagt sie noch, haben Sie Angst vor ihr? Und dann ich so, nein, überhaupt nicht. So, also, wenn ich... Eben, ich habe mehr so das Gefühl gehabt, du solltest ja eigentlich immer so fragen, bevor du auf Stichel und so. Also, wenn es okay ist, wenn sie... Wenn er will Hallo sagen, habe ich zuerst noch gesagt. Weil ich irgendwie, weißt du, einen Rocky verstanden habe oder so. Weißt du, und sie, das ist ja sie. Und ich so, aha, ja, okay, wie alt ist sie denn? Blabla. Und jetzt gesagt, nein, wenn sie nicht stört, kann ich sie absolut. Und dann habe ich sie ein bisschen gestrichelt. Und eben, hat mir Hallo gesagt, ich habe ihr Hallo gesagt. Und da habe ich gemerkt, das hat mich den ganzen Tag gemacht. Einfach, so cool. Wirklich, nachher ist der ganze Tag einfach der Shit gesehen. Ja. Einfach alles geil. Mega. Wirklich? Das habe ich so oft. Ja? Ja. Und ich finde auch dann, jetzt irgendwo habe ich einige Streichel, wo der Hund hätte ich wie umarmen wollen. Das ist so herzig, weißt du, wenn es dann so auf den Hinterbein stehen und sich wirklich so in dich verhaken. Mega herzig. Ja, die haben ja, die haben ja in der Hundesitter-App, oder wie geht das? Ah, Hundelieb. Ja. Ja. Ah, habe ich schon lange nicht mehr benutzt. Ah, okay. Genau. Aber theoretisch kann man sich dort eintragen, wenn man keinen Hund hat, yeah, und Menschen, die einen Hund haben, yeah, und jemanden suchen, der mal ausführt, die können sich dort aber melden. Wieso hast denn du noch keinen Hund? Hey, weil jetzt würde alles gehen. Ich habe in dieser Wohnung einen Hund, ich könnte ihn mitnehmen ins Büro. Yeah. Aber ich weiss ja nicht, was ist in 2 Jahren? Und den Hund hast du dann. Ja, yeah, aber das ist ja immer so. Ja, aber das sagt der Kämpfermieter, ah, sie haben ein Kind, dann können sie da nicht einziehen. Und dann lebst du, was, sie haben ein Kind? Ja, im Sinn von, mal angenommen, ich will in eine größere Wohnung, yeah, will ich irgendwie eine WG machen und mit anderen Menschen zusammenziehen. Ja. Yeah. 2er-WG. Dann muss es ja eine Wohnung sein, wo man sagt, ja, die sind okay. Yeah. Und weißt du, wie viele im Zürcher Wohnungsmarkt ist das ein Ausschusskriterium, wenn du jetzt noch einen Hund hast. Und es wären schon andere 45 die Wohnung, dann nehmen sie sicher nicht den mit dem Hund. Ja, aber das ist ja, du katastrophisierst ja in dem, ja, Fall. Ja, aber das kann ich gut. Ja, eben. Ja. Und dann, aber das ist doch der Klassiker. Das heißt, es gibt ja immer einen Grund für Nein. Das heißt, irgendwann stirbst du dann und sagst, ah, mega toll, habe ich nie einen Hund gehabt, weil ja, es hat ja können sein. Weißt du, meine Mutter sagt auch, du, ich kann ihn dann nicht nehmen. Also hier sind Hunde verboten. Du brauchst ja eigentlich, der Lukas und ich haben uns das mal überlegt, eigentlich musst du ja wie... Also jetzt bei uns im Geschäft gibt es eine Konstellation, wo 2 Menschen einen Hund besitzen, yeah, und der wird dann immer hin und her gehen, wie so ein Scheidungskind. Aha. Und je nach Rasse funktioniert das super gut. Yeah. Und das haben wir uns mal überlegt, dass wir uns einen Hund anschaffen und der dann auch immer hin und her schieben. Aber natürlich mit Plan. Also man muss dazu sagen, Lukas ist ein Kollege von mir. Ja, Kollege von mir. Aber der ist so häufig dann irgendwie 3 Wochen in den Ferien und so. Und dann hast du den Hund an der Backe, ich habe kein Auto. Ich weiß nicht, wie das ist, comedymäßig, ob jetzt das Tier überall mitnehmen. Ich glaube, wirklich. Yeah. Und einfach im Backstage liegen lassen. Ja, also ich kenne es einfach von der Foxy. Foxy? Ja. Aber auch Tyson? Ah, vom Landet, der hat ja einen Hund, ja. Okay. Ja, hey. Im Zack wohnt irgendwie ein Hund? Nimm. Nein, jetzt arbeiten ja Professionelle dort. Da hat der Hund müssen gehen. Aber der Hund war super. Du gehst dort einen Stock hoch. Also Zack ist in Jona, Zentrum für aktuelle Kultur. Und die früheren Mietnomaden dort, die hatten einen Hund gehabt. Und das finde ich so herzig. Ja, das ist mega toll gewesen. Ja. Du hast wirklich, hast auch sehr, also der Hund ist toll gewesen, aber du hast dich auch sehr wohl gefühlt. Du hast überhaupt nicht das Gefühl gehabt, dass irgendwelche Gesundheitsvorschriften könnten nicht mehr eingehalten werden. Selbst der Hund hat eine Atemmaske getragen und hat Social Distancing gemacht. Ja, und auch der Hund hat mega Freude gehabt, dass er oft überall Chipsreste
Ja, natürlich. Der Hund hat sogar Uno gespielt. Weißt du, so, ich finde es auch, das hat mir auch immer gut gefallen an dieser Location, dass man gesagt hat: Ja, klar, Uno, wenn jetzt alle trinken, es ist Pause, aber wir machen jetzt zuerst mal noch unser Uno fertig. Ganz klar, man muss Prioritäten setzen. Jetzt habe jetzt so ein gutes Blatt, also jetzt gehe ich sicher nicht runter und mache Mojitos. Nein, aber jetzt wird wirklich ganz objektiv gesehen, ist das ein wahnsinnig dummes Argument, dass man sagt: Jetzt würde es ja gehen, aber keine Ahnung, was in zwei Jahren ist. Nicht einmal in zwei Jahren geht es nicht mehr, sondern keine Ahnung, was in zwei Jahren ist. Und ich kenne ja Leute mit Hunden, ich kann einfach ihr Leben ja dann halt das tust du ja angepasst dann haben. Ja, ich meine, ich kann dir diverse Gründe angeben, wo ich jetzt das Gefühl habe, wo der Hund das Hindernis ist. Also ich kann ihn zum Beispiel nicht mitnehmen in den Flixbus. Also mal angenommen, ich gehe auf München, muss ich überlegen, was ich mit dem Viech mache. Weil Flixbus ja deine grosse Liebe ist. Ja. Das ist unglaublich. Kein Mensch. Ist das auch noch ein Feelgood? Sicher Feelgood 4, Flixbus. Ja, einfach wenn man raussteigt, ja, dann ist es... Nein, ich fahre ja weniger als andere. Wirklich? Ich habe nicht das Gefühl, dass es... mein Freund fährt sicher Im Monat. Weil er dich öfters muss besuchen. Richtig. Ja, okay. Aber das will man auch nicht. Aber ohne Scheiß, wenn es es gibt, hätte ich dir schon lange so ein Modell... Flixbus geschenkt. Das gibt's. Kannst du im Bus kaufen. Ach, du den Merch. Lego gibt's auch schon. Flixbus Lego. Bei Aldi haben wir Rabattgutscheine gekauft für den Flixbus. Wir haben das mal ausgerechnet. Da gibt im Jahr über 1000 Euro aus für den Flixbus. Also wir sind wirklich Heavy User von dem Urbus. Und fahr mal mit dem Zug auf München. Oh, das ist Horror. Siehst du? Sogar beim Maxi-Preis für 12,90. Also, das hat der einen Zug knapp oben dran? Was ist das Rote? Ja, also, aber du machst jetzt weniger Leute Freude mit, das, ganz, mit dem, ganz ehrlich. Dir mache ich Freude mit dem. Nicht so wirklich, nein. Ich habe gedacht, wie du so Fan bist. Okay, also du kannst den Hund nicht in den Flixbus mitnehmen. Richtig. Ja, aber du kannst ihn in den Zug mitnehmen. Das stimmt, aber fahr mal mit dem Zug auf München. Ja, aber wenn jetzt aber du sagst, die Situation ändert sich ja vielleicht irgendwann, dass du nicht mehr auf München musst. Das stimmt, okay. Das heißt, du kannst ja genau so auf das wieder anwenden. Du kannst sagen, ja, wer weiß, was in zwei Jahren ist. Ah, vielleicht musst du nicht mehr auf München. Hey, ich glaube auch, das habe ich jetzt gemerkt, habe ich einen Auftritt gehabt im Schwarzwald, habe ich 3 Tage gespielt. Ja. Yeah. Und dann habe ich gedacht, okay. Perfekt für Hunde. Dann habe ich gedacht, geil, ich hänge jetzt gerade noch irgendwie 4 Tage dran. Und gehe auf Titisee Neustadt, wo ich übrigens nicht würde empfehlen. Es ist so wirklich das Interlaken von Deutschland. Das ist voll geil. Aber, aber 4 Tage ist halt dann schon sehr optimistisch. Man hat es schnell gesehen. Ja. Und dann, ich finde mal ein Hotel, wo du den Hund kannst mitnehmen. Das ist einfach nicht so einfach. Ja gut, dort ist alles Wellness. Dort ist zum Beispiel aber auch viele Hotels, die sagen, Kinder, nö. Okay. Ich war im Maritim, wirklich schönes Hotel, aber Titisee Neustadt, also das hast du nach 2 Tagen sowas von gesehen. Ja, ich habe es auch optimistisch gefunden, dass man 4 Tage dort kann. Ja, weil ich denke, ich schreibe. Und dann bin ich noch, das ist ja lustig, Titisee Neustadt heisst es ja, aber Neustadt ist der Bahnhof 1 Kaff weiter. Ja. Yeah. Und wenn man so langweilig war in Titisee, habe ich gedacht, fuck it, ich fahre jetzt auf Neustadt. Aber hast du wirklich? Ja. Und dann? Oh, also die Stadt geht auseinander. Du kommst an am Bahnhof, es ist nur noch 1 Gleis funktionell von irgendwie 4. Es ist überall Bahnersatzverkehr mit Bus. Yeah. Alle Geschäfte rund um den Bahnhof sind gestorben. Also teilweise noch mit Mobiliar, das drin ist, aber es ist einfach zu. Ein Kebabstand hat es, der hat aber am Montag zugehört, als ich dort war. Wieso? Resident Evil. Wirklich bin ich durch die Stadt gelaufen und absurd. Also wirklich alles zu oder kaputt. Und ich habe mir dann in einer Metzgerei ein Eiklemms gekauft. Die war offen. Wow. Rat mal, was das kostet. Brötchen mit Fleisch, was sie reingeklemmt haben. 1,85 €. Richtig, 1,59 €. Also eigentlich nichts. Dann bin ich mit dem Brötchen da durchgelaufen. Haben wir noch einen Kaffee gegönnt. Und dann bin ich wieder zurückgefahren und habe das der Rezeptionistin erzählt, dass ich jetzt heute da war. Und hat sie gesagt, oh, das tut mir leid, das hätte ich Ihnen sagen können, dass sich das nicht lohnt. Wirklich geht alles auseinander. Ah, schön. Ja. Aber es ist doch geil, Titisee finde ich so geil. Du gehst in einen Souvenirshop und dann gehst du in den nächsten Souvenirshop. Alles gleich. Immer. Ja. Einfach identisch. Wie viele Kuckucksuhren brauchen die Menschen? Kuckucksuhr. Und Rolex und so. Hinten dran hast du dann die teuren Läden. Ja. Du kannst so teure und... Ey, und was ich ja toll finde, sind so die komischen die Zwergfiguren. Ganz viele verschiedene so Schwarzwald-Zwerge.
Ich habe gar nicht gesehen. Nicht? Oh. Aber jetzt mittlerweile, du hast ja nicht mehr so viele Chinesen. Also es ist noch lustig, in jedem Laden arbeiten Chinesen, die yeah. das Zeug sollen an Mann und Frau bringen. Yeah. Aber es kommen viel, viel Inder. Also es ist teilweise so ganze, und das sind halt einfach so Tagestrips. Da ist irgendwie drei Bus, yeah. wo dann so eine Busladung Touristen ausspucken. Yeah. Die laufen dann dort durch, sind schockiert von dem ganzen billigen Scheiß. Und niemand kauft eine Kuckucksuhr. Also es ist so absurd. Nein, aber es gibt natürlich ein schönes Feeling. Und jeder zweite Laden ist dort auch kurz vor Liquidation. Also wirklich, da wird alles verschleudert noch. Weltklasse. Genau. Richtig aber, geil. Ja, hey, und dann... Also, dann hast du gedacht, dort wäre jetzt der Hund schwierig. Dort wäre schwierig gewesen, mit dem Hund yeah. in einem Hotel abzusteigen. Aber ich kann es maritim empfehlen, ist sehr schön. Mhm. Mit Pool und so, ganz toll. Wow. Maritim ist noch so eine deutsche... kennst du? Yeah. So eine Kette. Ja, yeah, ja. Yeah. Und unironisch, ich habe das wirklich ein geiles Hotel gefunden. Mega Freude gehabt dort. Ich genieße es auch immer im Hotel wieder lineares Fernsehen zu schauen. Das ist so geil. Wirklich geil. Jeder Abend irgendwie mit so einer Polit-Talkshow ins Bett gegangen. Lanz und was weiß ich. Lanz. Okay, also, das heißt, hey, und hast wenn du einen Jungen holst, musst du ja dann wie auch zuerst mal zwei Monate frei nehmen und musst das Viech großziehen und so. Die sind ja dann, also schon wie ein Baby, da muss immer jemand rum sein. Das yeah. kann man ja dann nicht einfach am Hund sagen, ich gehe jetzt mal für zwei Stunden weg, bin nachher wieder da. Und stell dir vor, du spielst irgendwie das Open Mic an der Langstrasse, also willst du nicht müssen den Hund mitnehmen für sowas. Das ist ja Qual für dich wie der Hund. Genau, für das müsste ja dann jemand anders schnell vielleicht daheim sein. Ja, müssen wir eben dann yeah. organisieren. Ja, und stellt sich natürlich die Frage, will man an einem Open Mic an der Langstrasse? Je nachdem ist der Hund noch das Beste. Prioritäten. Nein, da kann man vieles lernen. Stubbe-Comedy ist okay. Ja, ist eben. Wirklich noch nice. So, Thema Hund durch. Ja. Ich springe mal zum nächsten. Wir haben noch zwei in dem Fall. Zwei. Mhm. Dann mache ich zuerst das, was weniger ergiebig ist, wenn es dir vielleicht auch nicht sagt. Ramesh Ranganathan. Der ist meine Comedy-Empfehlung. Doch, den kenne ich. Ich verliebe mich immer wieder neu. Und zwar Ramesh Ranganathan. Achtung, jetzt wird es Königsdisziplin für die Sorti. Oh, ja, genau. Der hat auch lustige Doku. Genau, Sri Lankan Roots. Und quasi der Kaldal von Sri Lanka, weil es einen auch hängt so ein bisschen. Und der ist so lustig. Und das, was du da siehst, wo er den pinken Anzug trägt, das ist ein sensationelles Programm. Kann ich immer wieder schauen. Inspiriert mich extrem. Die auf Netflix. Aber das Doku ist auf Netflix okay. ist Doku nice. Ist mega geil mit seiner Mami und den Kindern und so. Solo in seinem Heimatort mäßig. Aber ich finde das so funny. Ist ja schwierig. Das ist wirklich... ein paar lustige Bits. Das habe ich mal live gesehen. Wirklich? Ja. Yeah. Wo? Du, der behauptet, ich wüsste nicht einmal, wer das ist. Im Apollo? Im Comedy Store. Oh, hast du ein neues Zeugs ausprobieren? Yeah. Und, wie war es? Hey, so gut nicht, weil ich weiß es nicht mehr. Ja, okay. Ja, aber das passiert ja allen auch. Aber ich mache halt einfach bleiben, weil ich den damals noch nicht kennt. Mm. Weißt du? Ja. Und der kommt als Überraschung. Ja. Und ich sehe eben, dass sie auch so hängt und so. Ja. Und das ist mir geblieben. Aber das Material wüsste ich jetzt nicht mehr. Ist so gut. Weil es gibt ja den Dings, der mit den langen Kruseln, Walsh. Wie heißt der? Sean Walsh. Heißt der Sean Walsh? Aber sieht doch optisch wahrscheinlich ganz anders aus, oder? Natürlich. Ja, ja, ja. Aber das ist auch so einer gesehen, den ich im Comedy Store gesehen habe. Das ist ein Filmregisseur, das ist nicht der. Ja, aber da ist er doch. Das ist er ja. Ah, da. Viel Text. Sehe ich wieder nicht mehr. Okay. Ja, mach mal groß. Also, ja genau. Also, das Sean Walsh. Nicht. Okay. Kennst du den nicht? Mm-mm. Das ist noch funny. Also, ja. Und zum Beispiel, an da habe ich mich erinnert. Ja. Weil da im Comedy Store horrendes Gig gehabt. Im positiven Sinn? Nein. Ach so. Horrendes. Ach, schlecht. Ja. Yeah. Okay. Wirklich schlimm, schlimm, schlimm. Okay. Und zwar ist einfach so, und ich habe noch gedacht, das Bit finde ich noch lustig, aber es hat irgendwie nicht so funktioniert. Hm. Und das hat ihn auch ein bisschen so verwirren. Und danach ist er gehackelt worden. Hm. Und zwar eigentlich vor allem für Briten eigentlich am schlimmsten. Weil die sind ja immer lustig, die Hackles. Ja, und da ist aber nicht einmal, da ist wirklich nur gesehen.
der vor dir ist lustiger gesehen. Okay. Weißt, ja. Ja, das ist, aber das ist eigentlich fast das Schlimmste, was passieren kann. Mhm. Weißt du, du bist einfach so, ah, oh, fuck, das ist so ehrlich. Das ist nicht einmal, ich mache jetzt etwas. Ja. Und einfach so. Und das hat nochmal ein bisschen verwirrter. Und eben, das habe ich auch noch nicht gekannt. Dann habe ich gedacht, ja, halt ein von den 100.000 Comedians, wie wir alle sind. Mhm. Und dann sehe ich da irgendwie ein Jahr später im Apollo und sehe, dass alle Shows ausverkauft sind in recht grossen Venues und so. Also. Ramesh Ranganathan gibt es einen Zusammenschnitt von all seinen Apollo-Auftritten, ja, auf YouTube aus. Sensationell. Ja, ein paar gute Sets. 40 Minuten, ja, richtig geiler Shit. Ja. Okay, und wieso hast du jetzt explizit ihn rausgesucht, hey, als ein Feelgood? Von allen möglichen Comedians? Weil, weil du hast ja wahrscheinlich entschieden, ich nehme jetzt einen Comedian. No. Ja, oder? Genau. Ja. Ja, ja, irgendwie, wie ich das Gefühl hatte, Mockridge kann ich nicht mehr sagen. Nein, ich finde wirklich, es gibt eben wenige Comedians, wo ich schaue und dann sage, fuck, jetzt will ich wirklich wieder was schreiben, weil, aha, das ist so gut. Yeah. Das hat mich jetzt richtig inspiriert. Und bei dem sind es wirklich teilweise nur schon so irgendwie 2-Minuten-Clips, wo ich nachher denke, ah, ist schon recht gut, muss ich, mhm, was schreiben. Mhm. Ja. Und manchmal hat man es vielleicht noch das Gegenteilige, dass man etwas schaut. Habe ich jetzt entdeckt, wie ich jetzt Prime, dort ist ja ein Haufen Grütze drauf, yeah, im Stand-Up-Bereich. Und dort schaut man es und denkt, das ist so schlecht, ich glaube, ich muss etwas Besseres machen. Mhm. Ja. Gut, aber Till Reiners findest du ja sehr gut. Finde ich sensationell. Eben. Und habe ich die Geschichte auch mal erzählt, dass wir zusammen auftreten sind? Ach, klar. In Berlin an, yeah, der Open Stage. Und er hat so hart gebombt. Ja. Yeah. Und es ist mir so egal gewesen. Es gehört ja dazu. Ja, aber ich habe gedacht, irgendwie, das trifft dann auch einen Till Reiners. Aber nö, der ist einfach, ja, schönen Abend, tschö. Und dann ist er gegangen. Er hat so eine Geschichte gemacht über Leute, die Crystal Meth rauchen in der U-Bahn. Und es war einfach zu Berlin gewesen, in Berlin. Vielleicht, ja, in Frankfurt hätte das gekillt. Gerade wollte ich sagen, das ist ja vor allem, in Berlin ist einfach immer so ein bisschen ein sensitive Subject. Es, mhm, ist recht schwierig in Berlin. Mit so, über die Abgefucktheit von Berlin Jokes zu machen. Außer du kommst aus der Schweiz, dann ist es ein bisschen einfacher. Ja, aber dann musst du eigentlich... Ich sag das schnell mal. Ja. Oh, das habe ich nicht können... Aha. Also, warte. Ach so, okay. Mhm. Ist mal in Berlin als so Kunstfigur auftreten in der Scheinbar. Warte mal, wir haben es von einer Person, die normalerweise gerade Comedy macht, oder? Ach so, okay. Gut, dann weiß ich wer. Ja. Aus deinem Umfeld. Ja, jetzt sagst du zu viel. Ja, Entschuldigung, also, das tut sich nicht wirklich natürlich eingrenzen. Nicht. Okay, ja. Als eine Kunstfigur, wo so ein asozialer, reicher Schweizer ist. Und, und sich dann richtig eben über so die Armut. Das kotzt mich an! Das kotzt mich an! Ja, ja. Armut, okay. Über die Armut und Abgefucktheit, ja, von Berlin aufregt. Mhm. Und das hat tatsächlich ein bisschen funktioniert. Ja, weil es wahrscheinlich eine kabarettistische Note gehabt. Richtig. Ja, ist die Person im Anzug gestanden? Nein, so, sondern... Mit Rolex. Ich, Achtung, nein, viel besser. Natürlich haben wir irgendwie beim fucking Kuhdamm, ja, für 8 Euro ein pinkes Poloshirt. Oh nein. Wie stillos. Aber es passt. Es passt so. I love Berlin. Es passt so. Nein. Einfach pinkes Poloshirt. Ja. Weißt du, wo noch der Kragen aufgestellt hat? Ja, klar. Und ich meine, das passt so. Und noch, sagt man jetzt. Noch ein Ding mit den Schultern gleit. Noch irgend so, genau, der Pulli. Der Pulli dann zu einem kleinen Knoten. Ja. Hey. Und das ist mega lang gut gegangen. Also gut gegangen. Okay gesehen. Ja. Also weißt du, das ist dann halt so ein Zeug mit Crowdwork, ist einfach so, wie wenig Geld hast du? Na, du arme Sau. Ja, wie wenig Geld hast du? Und dann am Schluss... Im dreistellig, ne? Und am Schluss ist einfach eine ganz widerliche Geschichte gesehen über irgendwelche Obdachlosen, die sich übergeben und so. Aber was hat denn der Ausschlag, dass die Person gesagt hat, ich mache jetzt mal Comedy? Ah, ist schon mal passiert. Okay. Ist schon mal an einem anderen Ort passiert. Ja. Einfach for fun, weil ich dort auch bin und verbringe eh schon da oben zusammen, dann kann man ja auch noch... Okay, oh, funny. Kann man ja mal noch 5 Minuten machen, ja, oder? Ich habe ja Comedy gemacht in China. Ah. Ja. Hast du international zuerst das Skript geschickt und dann haben sie es abgesagt? Er hat im Fall gesagt, so thematisch, in welche Kerbe, dass ich reinschlagen würde.
und er würde empfehlen, nichts politisch zu machen. Mhm. Das ist mir noch gesagt worden. Nein, weil, aber du musst ja eigentlich im Government, musst du ja eigentlich die Texte schicken. Nein, nicht bei einem Open Mic. Ja, bei einem Open Mic nicht. Ja, nein, ja. Aber wenn du eine Aufführung machst, musst du. Ja, das wäre dann die Idee gewesen, dass ich am Schluss noch eine richtige Aufführung mache für Geld. Mhm. Aber es war auch im letzten Abend gewesen und ich habe das Gefühl gehabt, wir fliegen am nächsten Tag zurück. Ich will jetzt nicht müssen 3 Stunden U-Bahn fahren für einen Auftritt. Also wäre 1,5 Stunden hin und 1,5 Stunden zurück gewesen. Lieber Flexbus. So groß ist die Stadt. Ja, dann habe ich es nicht gemacht. Aber das ist also wirklich eine Erfahrung, mal dort in so einem Irish Pub in China für chinesische Mitbürgerinnen und Bürger Comedy zu machen. Und? Hey, also zum Positiven hervorheben, sie haben alle Bock auf Comedy. Mhm. Negativ ist nicht gewesen, ihre Sprachkenntnis von der englischen Sprache. Yeah. Sind jetzt teilweise nicht so ausgereift gewesen, dass man meine feinen Spitzen von der Satire hätte können. Das heisst, du hättest die Wortschatz müssen verkleinern. Also vor mir ist eine dran gewesen, die hat jeden Witz zweimal gemacht, einmal auf Englisch und einmal auf Chinesisch. Also sie hat ihn immer übersetzt. Und beim Chinesischen ist wirklich, da sind die Lachen gekommen. Und dann hast du gemerkt, fuck, das ist in dem Fall wirklich, sie sagen ja auch, wenn der Host sagt, welcome to Beijing's free English course, weißt du, so hätten die Leute willkommen geheißen. Weil es gehen halt mega viel dort an, um zu schauen, hey, ist mein Englisch gut genug, dass ich das verstehe? Okay. Und das ist halt bei vielen nicht gewesen. Aber vor mir ist eine dran gewesen, wo chinesische Lesbe, wo über Witz gemacht hat über sie und ihre Freundin und wirklich fucking funny, also wirklich gut. Mhm. Und hat aber dann eben immer mit dem, oder dass sie Punchline hat sie teilweise auf Chinesisch gemacht und so, einfach damit sie es verstanden haben. Und dann bin ich gekommen. Und, aber der Host hat Freude gehabt und ich hätte dann eben noch können die zahlte Show spielen, was ich aber nicht gemacht habe. Aber es ist schon geil. Und Comedy boomt dort an jeder Ecke. Ja. Yeah. Stand-up. Ja, wirklich krass. Und so Beziehungssachen, da kannst du über alles reden. Politisch schwierig. Ja, yeah. Jetzt nicht machen. Der Dings ist ja, der ist ja quasi von China gecancelt worden. Halt China-spezifisch, der Uncle Roger. Ja, richtig. Das sind auch gut. Weißt so, du verschwindest im 0,9 aus dem Netz dort. Du bist einfach nicht mehr auffindbar, du bist weg. Ja, yeah. Ja. Und der, du, heute, das Haus gehört aber, glaube ich, komplett zusammen. Aber wirklich. Was ist jetzt, ist da ein Bagger in die Scheibe gefahren, oder? Ich habe das Gefühl, es tönt wie, als hätte ein Fensterputzer das oder eine Badwanne ist ein Stockwerk durchbrochen oder so. So hat es tönt. Ja, nein, auf jeden Fall, der Host, der dort die Show geschmissen hat, der ist schon auftreten zusammen. Es gibt so einen bekannten Comedian aus China, leider weiß ich nicht, wie er heißt, aber er hat eine Zeit lang in den USA riesige Erfolge gefeiert, ist ein paar Mal beim Conan auftreten und so. Ich glaube, das ist alles 10-12 Jahre her. Er sieht so super nerdig aus, hat eine Brille. Keine Ahnung, irgendwas. Und er hat Vorband gemacht, quasi von dem. Und der ist wirklich geil, der hat's geschafft, aber der macht jetzt alles in China, der macht nichts mehr in den Staaten. Wirklich? Ja, ich glaube irgendwie bei Covid ist er nicht mehr rausgekommen und jetzt ist er alles Genau. Und es ist noch funny, in China gibt es ja extrem viele Comedians und auch viele Schauspieler und es ist ja wie so ein ungeschriebenes Gesetz im asiatischen Markt, also du bist nicht nur Schauspieler, du bist auch noch Sänger, Model, Sportler, so die Kombo. Yeah. Und alle Werbungen werden mit Promis gemacht. Also es sind halt immer irgendwelche Schauspieler, die irgendein Produkt bewerben. Oder Comedians. Und es ist immer so offensichtlich, ist das jetzt ein Schauspieler oder ist es ein Comedian? Weil die Schauspieler sehen einfach aus wie aus dem iPad und Comedians sehen halt aus wie Menschen auf der Straße, die jetzt nicht so gesegnet sind mit dem besten Genpool. Und jetzt nicht die beste Creme haben. Nein, ja? Genau. Und die machen in der Regel Werbung für Food oder irgendwelche Apps. Ja. Also wirklich in der U-Bahn ist permanent so und habe immer gesagt, ah, das ist sicher ein Comedian. Und dann hat sie immer gesagt, ja, der macht Comedy. Habe ich sofort erkannt. Eben, in dem Fall nicht so schwer. Mm-mm. Gut, gehen wir zurück zum romischen Ranganathan. Ja. Willst du noch etwas zu ihm sagen? Hey, schau mal in das Zeug rein, was er macht. Ich finde es wirklich grossartig. Er hat auch ein Buch geschrieben. Oder vielleicht mehrere. Aber ich habe mal eins geschenkt bekommen beim Schrottwichteln. Und es war wirklich ein geiles Buch gewesen. Yeah. Ich weiß nicht mehr, wie es geheißen hat. Aber hat mit Michel Kalt hat mir das geschenkt. Okay. Liebe Grüße. Nice. Genau. Gut, dann kommen wir zum letzten. Fünfte und letzte Beste zum Schluss aufgespart. Mm. Mein Freund. Mach mich happy. Mach mich viel gut. Ist das jetzt zu persönlich? Nein, alles du gut. Lachst gerade. Du kennst ihn ja auch. Ja. Ist der Sonnenschein in Person, oder? Ja. Ja.
Es ist ja mega herzig, dass du es erwähnst. Ja, so. Ich glaube wirklich, der schafft es, Denkweisen zu ändern. Weißt du, so, also ich kenne erstens mal niemanden, der so optimistisch und positiv ist und auch so motivierend. Also er kann Personen motivieren, die er zum ersten Mal getroffen hat am Abend, weißt du, und so, und dann sagt die Person vertraut ihm irgendwie, ja, boah, ich bin mega nervös, und so, und sagt, nein, musst du schauen, es wird super geil. Und aber nicht so wie andere, die das einfach sagen, wie man weiss, es wird jetzt erwartet und so, sondern er meint es wirklich ernst. Yeah. Ja. Oder auch wenn jemand ein Arschloch war ihm gegenüber, dann überlegt er immer, was der Grund könnte gewesen sein. Also er sagt nicht, ja, es ist alles Arschloch, sondern sagt, ja, aber weißt du, also der war halt mega gestresst an dem Tag. Vielleicht ist irgendwie, weißt du, so, die U-Bahn hat nicht funktioniert und so. Vielleicht ist er darum ein bisschen schlecht. Und ich so, wow, du redest dir das sogar noch schön, dass die andere Person scheiße ist. Also so ist ja die Welt super. Und ich finde es mega cool, wenn es jemand kann. Würdest du sagen, du hast dich in dem Fall verändert, seit du ihn kennst? Ja, yeah. Aber zum Positiven. Ja. Yeah. Es gibt ja auch andere Beziehungen, wo man merkt, oh, ich werde immer schlimmer, ich werde zynisch. Und, genau. Und also, der ist so unzynisch, es ist so schön. Mhm. Also, ich bin ja lange im Medienbusiness schon und da wird mir auch irgendwann zynisch. Es ist ja eh einfach, wenn man einfach prinzipiell mal alles scheiße findet. Man spule nochmal zurück zu den ersten 20 Minuten. Wieso? Und dann so ironisch eingepackt. Nein, das haben wir nur positiv geredet. Genau. Und, aber ich finde es schön, wenn es Leute gibt, die das noch so völlig unverbraucht an Sachen angehen. Und weißt du, irgendwie so ein Event, zum Event mitkommen, wo ich schon weiss, der wird scheiße. Mhm. Aber ich sage das natürlich nicht im Vorfeld. So, yeah. Das wird eh kacke. Und dann sagt er, das war jetzt mega cool gewesen. Ich habe jetzt Person XY kennengelernt und hey, hat es sogar noch freie Häppchen gegeben. Und wer hätte gedacht, dass man Rivella mit Alkohol kombinieren kann und so. Mega herzig. Also ist er mitgekommen an Smile ja. Influence Award. Ja. Und kennt jetzt Steve Merson. Also was will man noch mehr? Aber wieso ist er nicht beim Comedy Award mitgekommen? Das ist ihm zu viel Schweizerdeutsch. Aha. Ja, da hat er nichts davon. Ja, okay. Genau. Okay. Ja. Das ist ja Steve Merson auch gesehen. Aber das hätten wir ja nicht gewusst im Vorfeld, genau. Und was halt, weißt du, so bei dem Dings jetzt, bei dem Smile Influence Award, weiss er, dass wir dort in der Masse völlig untergehen. Mhm. Und er will aber jetzt wie nicht als Begleitung rausstechen, obwohl wahrscheinlich will man auch untergehen bei den Swiss Comedy Awards. Aber das ist ihm dann wie zu viel Aufmerksamkeit. Alles klar. Ja. Genau. Ja. Und es wird den Leuten jetzt mega wenig geben, weil sie nicht wissen, wer das ist, aber jetzt haben sie ja zumindest ein bisschen beschrieben. Weiss man eigentlich bei deiner Freundin, ihr tretet zusammen auf? Also im Sinn von, ihr seid eine Person, ihr seid ja bei ich oder du gewesen. Ihr tretet zusammen auf. Nein, im Sinn von, euch nimmt man medial als Paar wahr. Wir machen nicht zusammen Stand-up. Nein, das nicht. Ja, warte mal noch. Oder, mach doch einen Podcast mit ihr. Ich habe gehört, das läuft super gut. Was? Ein Podcast mit Partnerinnen. Das läuft wie geschnitten in Deutschland. Ah ja? Ist einfach doof, wenn es fertig ist, Beziehung, aber muss man da schauen, kannst du eine Ex-Frau, die man noch einsparen kann. Kannst du Ex-Frau nehmen, das ist kein Problem. Genau. Der Pocher macht das ja so. Ja, das habe ich auch gemeint. Ja. Nein, wir haben keinen Podcast zusammen. Nein, aber ihr seid zusammen zu Ich oder Du. Genau. Oder, keine Ahnung, laufen zusammen über den Red Carpet. Es ist mitgekommen, so. Wie es kommt. Ihr könnt euch markieren auf Insta gegenseitig. Ich mache ja sowieso sehr wenig auf Insta. Ah, okay. Aber ich habe jetzt noch nie gesagt, nein, das kannst du nicht posten. Mm. Also, es ist mega lieb, sie fragt ab und zu auch. So, ist okay, wenn ich so, ja, denke. Ja, ist ihr Profil privat? Ich glaube es, ja. Und bekommt sie Anfragen von Leuten, die dir folgen, die einfach herausfinden, was ist das für eine? Das will ich eben nicht. Das ist super creepy. Das habe ich schon gehabt bei Vergangenen. Und aber nein, dort fragt sie mich auch immer, wer ist das? Ja. So, und dann sind es oft Leute, wo man sagt, ah, mega toll. Weil es ist sehr herzig, wie zum Beispiel ein Kollege von mir hat gesagt, er weiß eigentlich nur, was in meinem Leben abgeht, weil er dir ja nicht folgt. Ja. So. Ja. Dann kriegt er noch so ein bisschen mit.
Darum ist meine Mutter jetzt auf Instagram, dass sie, weil ihr haben einmal Kolleginnen geschickt, was ich mache auf Insta. Und darum hat sie jetzt so einen Shadow-Account, wo sie einfach Leute folgt, um zu schauen. Aber da merkst du natürlich, ich meine, es ist ja immer klar gewesen, es gibt ja immer die Verschiebungen, oder? Wie, wo wir alle gesagt haben, oh Achtung, unsere Eltern sind jetzt auf Facebook, Achtung. Ja. Und jetzt sind wirklich Insta. Die allerletzten auf Insta. Genau, jetzt kommen sie dann auf TikTok, musst du schauen. Genau. Ü60 plötzlich zum Beispiel, auf TikTok. Zum Beispiel lustige Videos kriege ich jetzt von meinem Vater auf einmal auf Insta geschickt. Mhm. Und früher ist es noch WhatsApp und dann ist es aber der Facebook-Link, wo in WhatsApp geschickt wird, weißt du so, oder? Ja. Und jetzt geht es direkt, jetzt wird es direkt auf Insta mir in meinen Account geshared. Aber so. Postet ihr zum Beispiel ein paar Fotos, weißt du, wo ihr zusammen... Eben, ich poste gar nicht. Also, und sie kann ja, wie sie privat ist, oder? Dann ist ja, ja. Ja, und privat, also, das sind ja dann gleich 1000, 2000, keine Ahnung, wie viele Leute, die da dazu schauen. Ja, also, ja, ja, aber die kennen sie ja plus minus. Plus minus, also, ja. Ich komme halt teilweise wirklich super absurd. Also mir muss mir eh keine Anfrage stellen, das ist ja ein öffentliches Profil. Yeah. Aber gewisse ist also schon, wo ich jetzt nicht will, weißt du, so, dass die wissen, wer der Partner ist und was man am Wochenende gemacht hat und so. Das ist ein bisschen schwierig. Wie es eben schon Leute gegeben, die dann geschrieben haben, ah, kennst du ihn? Wie ist er so privat und so? Das ist dann schon weird. Für das gibt es ja einen Podcast, dass man quasi als Privater ausschütten kann. Richtig. Und nachher wissen alle Bescheid. Man muss auf die wissen, Person. Wo. Eben, was ist der Outlet dafür? Genau, und ich finde, das sagt ja der Jan Böhmermann immer schön, Liebe vor Leuten hat nichts zu bedeuten. Ich will auch nicht, dass jetzt irgendwie Partnerschaft online zelebrieren. Nein, das finde ich ganz schlimm. Nein, aber es gibt ja Leute, die das machen. Und das sagt man, ja, Lifestyle, kommen wir doch mal vorbei, könnt ihr uns mal in die Hütte hineinschauen. Ja, ja. So. Oh, ich denke immer so, ich denke, es gibt immer so wie so eine, was wollen wir sagen, so eine Art Grenze. Schon wie zum Beispiel Entschuldigungen. Man redet immer von dem, oder? Wenn ich dir jetzt zum Beispiel ein SMS schreibe oder WhatsApp, was auch immer, wo ich mich bei dir für etwas entschuldige und ich poste das am nächsten Tag, Screenshot davon. Oh, das ist ja super assi. Eben. Wie viel Wert hat denn noch meine Entschuldigung dir gegenüber? Ah, okay, aber Moment. Assi wäre es, wenn ich die Entschuldigung poste und sage, er hat sich bei mir entschuldigt. Weniger? Weniger, finde ich. Weniger. Kommt natürlich darauf an, wenn du mich fragst, am allerbesten. Ja. Aber wenn du das einfach postest. Das ist sehr ein spezifisches Beispiel. Hat es das tatsächlich gegeben? Nein, aber ach, ich sage, das habe ich jetzt eigentlich als Beispiel nehmen für Liebessachen. Das heisst, wenn du dann natürlich eben eine Liebesbekundung auf deinem Social Media machst, wie viel ist es zum Liebe bekunden und wie viel ist es... Ah, zum ein paar Likes abgrasen. Eben, und ich meine das Gleiche eben mit einer Entschuldigung. Wie viel Wert hat Entschuldigung noch, wenn ich dir persönlich schreibe, wenn wie du am nächsten Tag merkst, aha, vielleicht hätte man sie nur geschrieben, um sie nachher posten. Um sie nachher posten. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja. Das ist so ein bisschen. Okay. Also, ich finde jetzt das lustigste Beispiel mit dieser Entschuldigung. Es tut so konkret. Ja, weißt du wieso? Weil es wirklich mal so gesehen ist. Weil, hast du dich entschuldigt, dass nein, du ein weißer Mann bist? Aha. Der Macklemore hat einen Grammy gewonnen. Im Jahr, wo der Kendrick Lamar mit seinem Album auch nominiert war. Sowieso alles riesen Banger so diesem Jahr. Und Macklemore gewinnt. Wieso? Weil Meister verkauft. Und das ist ja dann die alte Frage. Eben, sollte jetzt Qualität gewinnen oder sollte Quantität gewinnen? Also, auf jeden Fall hat dort in dem Fall auch laut seiner Meinung Quantität gewonnen. Und darum hat er sich dann noch persönlich beim Kendrick in einem SMS entschuldigt. Und hat gesagt, you've been robbed, du hättest gewinnen und ich habe ein schlechtes Gewissen. Ah, da. Und dann nachher das als Promo-Move noch öffentlich postet. Und dann hat er es postet. Oh, das ist dann schon eben, und das ist dann genau das, oder? Das, ja. Darum sage ich ja, es ist genau das. Okay. Darum ist jetzt ein spezifisches Beispiel gesehen. Weil bei der Liebesbekundung habe ich kein spezifisches Beispiel. Okay. Ja, also... Jetzt in der Schweiz. Ich finde dann, weißt du, wenn man jetzt irgendwie schon, keine Ahnung, 20 Jahre verheiratet ist oder so, finde ich es easy, wenn man zusammen zu der SI geht. Weil es spielt dann keine Rolle mehr. Man ist schon ewig zusammen. Ja, ja. Yeah. Aber ich finde alles, was so frisch ist, wo man dann so online zelebriert, finde ich ganz schlimm. Ja, ganz geil ist ja dann, weißt du, was ich liebe? Wenn jetzt irgendwie zum Beispiel beim Blick irgendjemand erzählt, das ist meine neue Liebe und dann hast du verwandte Artikel und dann merkst du, der Artikel hat es irgendwie schon in irgendeiner Art und Weise. Mit anderen Menschen. Schon ganz etwa schlimm. Viermal gegeben. Immer noch mit dem Zwischenartikel. Es ist aus. Ja, ja. Oh, das ist ganz schlimm. Oder auch, ich war
war bei den White Parties von P. Diddy dabei. Das habe ich jetzt gerade heute gelesen. Oh, was? Yes. Geschätzte Schauspielkollegin, mit der du auch schon zusammen geschafft hast. Sicher nicht. Aus dem Bündnerland, aber dann auf L.A. ausgewandert. Und in einem Blockbuster war zum Beispiel mit Jürgen Prochnow. und mittlerweile aber mehr in der Schweiz tätig, wow, auch als DJ, Ex-Beauty-Königin. Also kann ich noch mehr Hinweise geben. Nominiert war für den Swiss Influencer Award. Ah, wirklich? Ja. Warte. Ja, also Region Bündnerland. Wer schauspielert und ist nachher auf L.A.? Dings, Nadine Vinzenz. Ja, die ist heute die grosse Blickschlagzeile. Ich war auf den White Parties von P. Diddy. Schau jetzt, da packt über P. Diddy aus. Das ist doch nicht sie auf dem Bild. Das rechts? Ja. Ja, doch. Was? So hat sie vorher ausgesehen. Wenn? Ja, von seinem, das ist die gebräunte Haut der Los Angeles Sonne. Ei. Und weißt, ganz ehrlich, da ist mal halt einfach eine schnell auf der Fotowand gestanden und das war's, oder? Aber eben, wo ist jetzt ein Bild von ihrem mit ihm zum Beispiel? Ja, das, wo er vorher, das hat er schon durchgeklickt. Nein, wirklich? Nein, das ist zusammenmontiert. Das ist ja das, aber du hast unten in der Galerie, wo du gerade durch bist, mhm, ist eins gewesen, wo sie zusammenstehen. Zurück. Stopp. Noch eins? Eben, das sind ja oft irgendwelche Noch Schmerz. Eins? Jetzt fehlt der. Das ist's. Ist sie nicht das in der Mitte? Nein, das ist. Ach shit, das ist Demi Moore. Ich wollte sagen, was laberst du? Entschuldigung, ich habe gerade gesagt, noch nicht witzig. Okay, es tut mir leid. Gibt ihr nicht mal ein Bild von ihnen zusammen? Ja, jetzt ganz nicht, schwierig. Okay. Gezielt wurde man ins Haus gelassen. Ja. Mm. Hey, aber ganz ehrlich, ich könnte ihm auch so Partygeschichten erzählen von Korea, wo ich mit irgendwelchen K-Pop-Stars auf einer Party bin, aber es gibt wirklich keine Bilder. Wieso machst du jetzt schon weg? Was, ja, jetzt ist schon vorbei. Ja. Also, ich will jetzt lesen. Vor allem, wann kommt das raus da? Das, als ob das dann noch jemand interessiert. In 3D. Ah ja, gut, dann ist es vielleicht noch fresh. Da gibt es vielleicht schon Updates. Achtung. Genau. Meine Freundin, ganzen Namen dann sagen, unbedingt. Und ja, nahm ich mit. Weiß gekleidet, aha, Parkplatz, mit einem Shuttlebus, okay. Ja. Mussten unsere Handys abgeben. Oh nein, darum gibt es keine Bilder. Die Party hat in seinem gigantischen Garten stattgefunden. Ich habe realisiert, dass nur gezielt Leute ins Haus reingelassen wurden. Oh nein. Wir wären sicher auch noch eingeladen worden. Also sie ist im Garten gestanden. Okay. Waldklass. Ja. Waldklass. Aber wahrscheinlich ist auch die Gartenparty geil. Das hat sicher so eine Statue aus Eis, wo Wodka durchfließt und so. Das ist sicher nicht ganz ohne. Natürlich. Mhm. Eieieiei. Ja. Okay. Aber jetzt, vor Gott, wo ich Demi Moore... Das hat ja nicht mit Liebesbekundungen zu tun. Das stimmt. Das kommt mir jetzt gar nicht in den Sinn, als ich Demi Moore gesehen habe. Yeah. Ich dir erzählt, ich bin den Film geschaut, für den sie da in Venedig Standing Ovations bekommen hat. The Substance. Der neue da? Ja. Der, wo die Leute so schockiert. Das möchte ich noch als Filmempfehlung weitergeben. Wirklich? Also im Sinn von, den muss man gesehen haben, aber man schaut ihn auch nur einmal. Der Film ist so schlimm gewesen, dass am Schluss wirklich etwa im Kino, ich würde sagen, ein Drittel oder ein Viertel der Leute sind rausgelaufen in den letzten 30 Minuten. Es ist so unangenehm, dass du immer denkst, oh, ich hoffe, jetzt ist er dann fertig. Und dann nimmt er nochmal eine Wendung und es kommt nochmal irgendwie mehr Blut und so. Also wirklich, die letzten 20 Minuten sind absoluter Horror. Weil Kollege Schulte-Lohr hat zum ersten Mal die Augen zugemacht während dem Film. Oh, und er hat gesagt, er wüsste nicht, ob er ihn empfehlen kann. Sprich, er wird ihn wahrscheinlich niemandem empfehlen und allen empfehlen. Und, weißt, ich kann nur und empfehlen, du empfiehlst, weil er mich emotional so krass durchgerüttelt hat. Es war nicht mal angenehm gewesen, aber einfach, dass dich etwas emotional noch so krass berührt, aber das hast, ist mega selten. Aber hast du etwas davor danach? Ich habe schlecht geschlafen, nachtlang. Und was der Film im Fall, glaub, wirklich macht, ist so das Thema Altern und Schönheitswahnsinn der Frage. Halt mega extrem. Mhm. Und natürlich jetzt mehr noch so auf weiblicher Sicht. Aber ich glaube schon, dass er irgendwie so sozialen Sprengstoff hat. Und ich glaube, sie kommt einen Oscar über, sage ich. Okay. Wie sie quasi... Also sie hat ja mega viele Nacktszenen und du siehst, das ist halt wirklich ihr Körper, den sie da präsentiert. Und ganz ehrlich, Demi Moore sieht nicht aus wie die durchschnittlich
61-jährig, wenn sie nicht nackt vor dem Spiegel steht. Aber ich wette so eine Academy den Mut belohnen, weißt, dass man sich so gezeigt hat. Und quasi, es geht ja darum, dass aus ihrem Körper wächst ein neues junges Ich raus. Und man hat dann so den Vergleich, quasi ihres alten, verfallenden Ich und das Junge. Und das wird so kontrastiert und gegenübergestellt. Aber das ist doch wieder der Will Smith-Film, wo er... Sein junge Ich. Ja, das ist denn das in Scheiße, sorry. bei ihr ist ja so, sie wird ja gespielt von einer anderen Schauspielerin. Ah, okay. Und es ist auch nicht so, du hast nicht einen jüngeren Klon, also du hast eigentlich einen jüngeren Klon von dir, aber es kann immer nur eine Person von euch beiden leben. Also die eine Person lebt 7 Tage und dann musst du wieder wechseln und musst sie an der alten Person anschliessen. Ja, ich schaue irgendwann. Also es ist wirklich mega derb. Und sie hat beim Graham Norton gesagt, sie hätten am Schluss wird so viel Kunstblut verspritzt, dass du dich echt fragst, wie haben sie das überhaupt gemacht? Und sie hat einen Feuerwehrschlauch gehabt, wo Kunstblut daraus rausgeschossen wurde. Okay. Das ist wirklich absurd. Und dann alles noch in Slow Motion mit so ganz schlimmer Musik. Oh. Aber lustig, der Schulte Loh hat ihn gesehen. Ja. Ja, ich denke, man hat gerade... Also du willst nach dem Film gerade mit jemandem darüber reden, dass du ihn gesehen hast. Eben, das ist, hast du eben, glaube gerade hat mir einen Spruch geschickt, das ist gerade aus dem Kino gekommen. Ja. Also, der Lukas ist zum Beispiel rausgelaufen. Er hat gesagt, er weiss nicht, ob er schon darüber reden, aber irgendwie muss er, so in dem Stil. Und sie haben es eben wirklich noch clever gemacht, weil im Trailer, du siehst natürlich Ich schaue keine Trailer. Ja, aber du siehst dort nie die harte Verwandlung. Weißt du, wie sie verwandelt sich ja komplett optisch. Also es ist alles mit so Gummimasken gemacht worden und so. Und das siehst du nie im Trailer, du siehst es nur im Film. Mhm. Ja. Okay. So, das ist jetzt eine komische Schlussnote für den Podcast. Es ist einfach etwas. Nein, wir müssen jetzt den Leuten noch irgendwas, einen Feel-Good-Moment mitgeben. Okay. Was ist denn zum Beispiel dein Feel-Good-Moment von der Woche? Dass wir den noch können. Also jetzt, wo wir es aufnehmen, kann ist die Woche ja hypothetisch sein, dass er noch kommt. Ist die Woche ja noch sehr, also ich meine, Casino Theater Winterthur, volles Haus. Ist ausverkauft. Ist ja. Die Standing Ovation wird natürlich auch geil sein. Am Schluss? Ja. Ist geil gesehen, ja. Sie sind wirklich geil gewesen. Ja, sie sind gestanden. Vor allem für viele dort ist das physisch auch eine Anstrengung noch zu stehen. Also von dem ein paar haben gefunden, sie sitzen gar nicht erst ab. Ja. Sie haben gefunden, es ist einfacher. Mit dem komme ich nur aus dem Sessel schauen, genau. Ja, also das finde ich sicher mal toll. Manchmal auf dem Balkon sieht man sie ja gar nicht mehr, wenn sie stehen, wegen dem Licht und so. Das ist so schwierig. Nein, das ist auch kein Problem. Okay. Der Balkon ist eh... dort kannst du sitzen bleiben. Ja. Nein, also viel gut. Für mich diese Woche ist eben noch sehr jung. Also ich würde momentan 2 Sachen nennen. Ja, ich würde es nicht Disziplin nennen, sondern wie der Baschi immer sagt, der innere Schweinehund überwinden. hat er Schweine? Ja. Okay. Und das war bei mir zum Beispiel gerade heute der Fall gewesen, weil ich wieder bin rennen. Joggen? Ja. Und dort wirklich, eben, ich kann es nicht Disziplin nennen, sondern einfach das Wissen, dass es mir nachher besser geht, mir hilft, das überhaupt zu machen. Weil, genau, also weil ich habe beim Anziehen von den Schuhen und von meinem dummen Sportshirt und was weiß ich, habe ich einmal mehr gemerkt, ich habe so keinen Bock. Aber so unglaublich fest keinen Bock. Und habe es trotzdem gemacht. Und dort habe ich gemerkt, eben ich würde es nicht Disziplin nennen, weil ich bin nicht so der kann sagen, am Donnerstag mache ich es dann sicher. Das schaffe ich nicht. Sondern ich bin so ein Schönwetter-Jogger und heute war schönes Wetter gewesen und ich habe genug geschlafen und ich mache es ein bisschen auch noch so von Faktoren abhängig, natürlich. Aber was ich eben wie gemerkt habe, das ist mir heute sehr bewusst geworden, früher hat ich einfach jeden Tag gesagt, ich habe nicht genug geschlafen oder nein, das Wetter stimmt nicht ganz. Und jetzt merke ich so, nachdem ich vielleicht 2 Mal nicht so gut geschlafen habe, sage ich mir am 3. Tag, jetzt schaust du, dass du wirklich genug früh ins Bett kommst, dass du einigermaßen bei Zeit kannst aufstehen, damit es noch reicht, um zu rennen, bevor du dann nachher auf Zürich gehst, wo du dann den Podcast hast. So, das ist eins. Und das zweite, würde ich sagen, ist, dass
ich habe immer schon gesagt, dass wenn ich auf der Bühne bin, ist es wie Ferien für mich. Weißt? Ich habe aber glaube, ja, weiß doch auch nicht, irgendwie so ein halbes Jahr, Jahr nach Covid, wo es langsam wieder losgegangen ist, habe ich glaube nicht mehr so mega fest geschätzt, dass ich auf der Bühne bin. Und habe dann, jetzt so auf diese Saison an, habe ich so wie so einen klaren Moment gehabt für die Realisierung, dass man wirklich auch einfach umso mehr schätzen und genießen, so wie man kann im Stand-up, im Performance-Modus, wenn ich auf der Bühne bin. Und das habe ich sehr, sehr fest angewendet, wo wir zum Beispiel zusammen im Casino in Luzern gesehen sind. Mhm. Ich habe das ein riesen Oben gefunden. Ich auch. Für das, es geheißen hat, das Publikum ist nicht einmal so toll gewesen. Ja. Weißt du, wie ich meine? Ja. Und das war ja genau so ein Klassiker gesehen, wo man vor zwei Jahren vielleicht gesagt hat, ja, ja, dann halt. Weißt du, abgehökelt, ein oben weiter, morgen ist ja wieder eine Show und dann machen wir noch das. Und dort habe ich wirklich, ich habe mega Spaß auf der Bühne gehabt. Mhm. Ich habe mega Spaß gehabt im Casino. Mhm. Gut, dass wir abgeräumt haben, hat auch noch geholfen. Ich habe den Online-Gucci eingelöst, den sie uns gegeben haben. Hast du alles wieder verballert, oder was? Ich habe hart gezockt. Also ich sehe einfach jetzt völlig ein, warum jemand süchtig werden könnte. Ah, mit wirklich? Dem. Komisch. Hey, du kommst die ganze Zeit noch irgendwelche Freispins geschenkt. Über und so. Und die sind ja so dreist. Der Bonus, den du bekommst, den musst du dann x-fach umsetzen, dass du den überhaupt kannst auszahlen lassen. Das schafft kein Mensch. Ich hätte müssen, aus meinen 40 Franken, die mir geschenkt hat, hätte ich müssen 1400 Franken machen, mal 35 umsetzen, damit der ausgezahlt wird. Und ich habe es einfach easy geschafft auf irgendwie 300-400 Stutz. Und dann habe ich gemerkt, fuck, es fehlen noch immer 1000. Yeah. Und dann habe ich es irgendwann alles verzockt. Und dann, ich will jetzt nicht sagen, wer das ist, aber im Büro ist jemand nicht mehr gesessen, der gesagt hat, ja, Alter, ich habe da easy schon mal 6'000 Stutz gewonnen. Nein, du musst einfach höhere Einsätze, du musst immer spinnen. Mach Autospin, Bro. Das ist mega geil gefunden. Also wirklich, du bist so schnell dort drin. Ja, ja. Ja, und darum... aber eben unabhängig, jetzt völlig unabhängig vom Casino. Ja. Unabhängig vom Casino. Einfach die Zeit auf der Bühne noch mehr... wertschätzen. Ja, mit dem vielleicht nochmal ein anderes Spielfreude... aber das hat wirklich mit dem Programm angefangen. Mit Zero hat das sehr, sehr... Zero ist ja mega gut, muss man danke. Sagen. Danke. Aber das hat wirklich mit dem angefangen, dass ich einfach gemerkt habe, dort bin ich einfach so drin in dem Ding. Und dann habe ich gemerkt, das kann ich eigentlich auf alles anwenden. Somit ist das eigentlich, sind zwei viel Guts von mir. Perfekt Schlusswort. Hey, geben wir uns Staatsmann die Hand. Ja. Tschüss. Vielen Dank dir. Danke, Christoph. Bis danke, bald. Danke, Christoph. Peace. We'll be right back.